Der 9. Februar 2023. Wir sind in einem der Porsche-Zentren mit der höchsten Kategorie, nämlich Nummer 4. Und das ist in Saarbrücken. Sie sind ein bisschen eingeteilt in die Größe. Ich grüße dich, Michael Theisen. Das hast du mir alles beigebracht. Ihr seid ein großes Porsche-Zentrum, so kann man sagen. Genau, wir zählen zu den größten in Deutschland. Jawohl. Viele Autos da, die, ich sag mal, immer so ein bisschen anders sind. Ja, wenn ich jetzt sehe, hier auf der Seite zum Beispiel, das ist jetzt ein... Das ist ein Taycan Turbo S in Smyrna Grün. Das ist eine Individuallackierung von Porsche. Das ist ja das Schöne, dass neben den ganzen Farben, die du dir schon aussuchen kannst, auch noch etliche in einem Individuallack zu erhalten sind. Das ist jetzt einer davon und das ist auch das, was du, glaube ich, meinst. Da sind wir sehr farbenfroh unterwegs. Ne? Bald ist Ostern, wir haben schon die Eier hier. Ich zeig's mal gerade, der 230.000 Euro kostet der, wie er hier steht. Links daneben, der ist höher, oder bilde ich mir das nur ein? Der ist jetzt vom Fahrwerk her auf dem mittleren Niveau, ansonsten wären die gleich. Das ist dann so ein bisschen von der, ja, optisch macht das natürlich was aus, ob er tief oder mittel ist. Ne? So, klär mich mal auf, ich kenne ja nur 911. Was ist ein Taycan? Taycan ist unser rein elektrischer, den Turbo S jetzt, den wir jetzt gerade abfilmen hier, ist die stärkste Serie. Motorisierung, die wir jetzt aktuell hier verbauen, mit 625 PS im Overboost. Das heißt, wenn du eine Launch Control machst, geht der auf über 750 hoch. Ja, und das Ganze, natürlich hat er ein Getriebe, ein Zweiganggetriebe, aber das heißt, es gibt nur einen Schaltvorgang, der kaum zu merken ist, und das mit 625 PS, das ist schon, das ist mehr wie Achterbahnfahren, das ist brutal. Ne? Der Motor ist der zentral, sitzt er direkt auf den Rädern, wie funktioniert das? Genau, also wir haben vorne und hinten diesen Antrieb, der sitzt radgesteuert genau, und dementsprechend hast du natürlich auch eine wahnsinnig tolle Traktion bei diesem Auto, was dich in allen Fahrsituationen, ob Kurven, Fahrt, Geradeausfahrt, unwahrscheinlich an den Boden klebt. Er hat ja ein Gewicht, was von der Batterie im unteren Bereich verteilt ist. Nochmal, die liegt unten, praktisch unter dem Fahrer, Beifahrer hinten. Genau. Der hat 4 Sitzplätze, richtig? Der hat 4, du kannst aber auch die 5-Sitzigkeit reinbauen. Ich glaube, er hat sogar die 5 Sitze. Also serienmäßig hat er 4 und dann hat er statt in der Mitte eine Konsole, hat er dann auch einen Anschnallgurt und eine Kopfstütze. Das macht ihn dann zum 5-Sitzer. Und wie du sagst, die Batterie liegt eigentlich zwischen dem vorderen und dem hinteren Rad verteilt. Ne? Unten, ganz unten. Ganz unten, ja. Straßenlage ist unglaublich, oder? Phänomenal, phänomenal. Du sagst, die Leute, die den gefahren sind, ich meine, es gibt da natürlich einige Marktbegleiter, die das auch nicht schlecht machen, muss man sagen, aber Porsche ist halt mal Porsche, bedeutet Perfektion, Spaltmaße, der wird bei uns gefertigt in Deutschland? Richtig, das Auto wird in Zuffenhausen von A bis Z gefertigt und ja, wie du sagst, die Perfektion, die das Fahrzeug hat, die ist natürlich, die zeichnet uns aus. Es gibt viele Elektroautos, aber es gibt wenige richtig sportliche, und das hier ist einer. Teilt sich der die Plattform mit irgendeinem anderen aus dem Konzern? Darf man das mal fragen? Also natürlich, wir haben mittlerweile VW, Audi im Konzern drin, und auch diese Plattform, der untere Bau, diese Basis sozusagen, die teilt sich auch, die nimmt sich auch ein Stück weit der Audi. Ja, man muss auch dazu sagen, es ist ein ähnliches Auto, die haben aber an sich miteinander wenig zu tun. Es ist nur die untere Plattform, weil viele dann gesagt haben, okay, das ist so ähnlich. Porsche entwickelt alles neu. Das heißt also zum Beispiel die Software, die Antriebe, wie das Auto arbeitet, die Tests und so weiter und so fort. Das ist ein hochgradiger Sportwagen. Das Besondere bei dem Auto, glaube ich, hast du mir gesagt, du kannst ihn fahren wie ein Fiat 500, wenn du die Kids zur Schule fahren möchtest. Das geht theoretisch, oder? Alles ist möglich, ja, genau. Also es ist ja nicht neu, dass man sich was teilt. Das ist ja auch, nur dadurch ist überhaupt noch was irgendwo von den Kosten her zu tragen. Und so war ja auch schon beim Macan die Plattform vom Q5 auch von uns gemeinsam mitgenutzt, also Q5 und Macan. Aber wie du gerade sagst, ob das die Brembo-Bremsanlage ist, die Stoßdämpfer, also alles, was quasi von dieser Plattform... Das Fahrwerk an sich. Ja. Fahrwerk, alles, was dort an diese Basisplattform kommt, das ist hier 100% Porsche. Und deswegen ist es ja immer,
ist die Benchmark. Ja? Jeder vergleicht. Letztes habe ich auch noch so einen schönen Bericht gesehen, wo ein paar Elektroautos verglichen wurden. Und hat dann auch der eine Fahrer gesagt, du darfst halt nicht alles mit dem Porsche Taycan vergleichen. Und das ist, da hast du nochmal die Basis. Also mit Sicherheit kommt der Audi relativ nah dran. Aber halt eben nur relativ nah dran. Ne? Ist das ja. Also wir wollen ja nicht über Audi reden. Wir wollen nur sagen, wenn da einer kommt und sagt, naja, ich habe das gleiche Auto in grün. Das ist bei weitem nicht so. Es ist, wir merken das auch gleich. Ja, die Innenausstattung, alles ist anders. Und dann ist auch so, wir reden ja hier über einen Brand. Und der Brand heißt mal Porsche. Und das spricht für Ingenieurskunst. Made in Germany. Das bedeutet, die Leute, die so ein Auto fahren, auch die Fachpresse, wenn ich da immer lese, die steigen da aus mit dem Grinsen. Du kannst das Auto bis an den, ich sag mal, maximalen Punkt fahren, was das Fahrwerk angeht. Merkt er das, kurz bevor er abschmiert? Also in der Kurve zum Beispiel? Also natürlich merkst du das. Du hast ja Gott sei Dank... Die Software meine ich. Ja. Also wir haben ja Systeme, die dich einbremsen. Das machen die ganz gut. Die kannst du auch deaktivieren. Dann bist du halt mehr gefordert. Aber er ist, und da muss man jetzt sagen, ob wir jetzt unseren ersten Elfer nehmen oder wenn du ihn auch gleich mal von der Seite nochmal filmst, die Silhouette, was er in der Seite hat, das ist ja für Porsche ganz wichtig, dass man nicht nur, wie oft erkennt man ein Auto nur von vorne oder hinten, welche Marke ist es, das ist bei uns natürlich auch so, wir erkennen immer von vorne und von hinten, es ist ein Porsche, er hat ein markantes Design mit den vier Tagverleuchten. Das ist immer ein gleicher Auftritt, aber wenn du ihn jetzt gerade mal von der Seite filmst und du siehst in der Fenstersilhouette halt unseren Elfer drin. Ja? Das ist die Form von unserem Elfer, die zieht sich durch über alle Modelle, ob Macan, ob beim Elfer ja sowieso. Und das heißt also, ein Porsche ist auch immer von der Seite zu erkennen als 100% Porsche. Es ist ein Mythos, oft haben Menschen, die einen Porsche haben, auch gleich mehrere Porsche. Das hier ist zum Beispiel ein sehr, sehr familienfreundliches Auto. Wir müssen immer aufpassen, der ist ja vom Preis her, der kostet schon ein bisschen was. Nicht jeder kann sich so einen Traum von einem neuen Porsche erfüllen. Trotzdem habt ihr ganz treue Porsche-Kunden. Bei euch ist ein kleiner, was war der kleinste Moment, den es mal gab, der heute noch oft zu sehen ist? Also wenn du, es ging ja ganz früher los mit dem 356er, aber wenn du jetzt in dem Bereich Leisten über Taycan sprichst, dann muss man sagen, wir reden ja auch über ein Auto, was weit unter 100.000 Einstieg findet. Wir sind hier mit dem Turbo S in der absolut größten Kategorie. Nochmal 230.000? 225.000. 225.000. Hier jetzt, genau. So, den gibt es für unter 100. Aber unter 100.000 steigst du generell mit dem Taycan ein, dann hat er seine 325 PS. Auch da nochmal in der Launch Control ein paar drüber. Das ist ein Auto, was schon 100% Fahrspaß macht und 325 PS schon jede Menge Kraft ist, gerade im Bereich Elektro, wo es keine Drehzahl gibt, der immer kontinuierlich die Power entwickelt und ja auch bei Porsche durch dieses 800-Volt-System den Vorteil hat, die immer entwickelt. Also die kommen sehr gut mit dem Thermomanagement der Batterie klar. Da können wir nachher auch mal noch ein bisschen drüber reden, was Laden und so betrifft, weil Temperatur ist halt ganz wichtig für eine Batterie. Ne? Also wir filmen jetzt im 10. Jahr mit euch. Und ich muss sagen, ihr macht nicht alles immer, ihr seid nicht immer die Schnellsten, aber wenn es auf den Markt kommt, funktioniert es meistens, muss man sagen, schon, oder? Ja, also das ist dann, wie du sagst, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber wenn es kommt, dann passt es wenigstens, dann läuft es. Du bist auch schon lange dabei bei Porsche? Ja, ich bin 2016, habe ich hier angefangen. Ja. Hab schon früher schon gedreht für euch. Was auffällt ist, dass du eine, ich sag mal, sehr große Bremsanlage hast. Also wenn mir nichts bei dem Auto aufgefallen ist, aber jetzt guck dir mal, die Felgengröße hier ist. Die Felgengröße ist, wir müssen hier die 21er drauf haben. Die 21er, aber guck dir mal die Bremsscheibe. Wenn du mal gerade mit der Hand mal dran fährst, dass man mal einen Größenvergleich hat, das ist... Die ist nicht klein, die Hand. Die ist nicht klein, die Hand. Du hast drei Kids, du hast auch schon mal einen mitgebracht, einen Taycan nach Hause? Ja, natürlich. Wir sind schon mit dem Taycan in Urlaub gefahren, das ist alles möglich. Macht auch richtig viel Spaß. Es ist, ja, es ist wie du sagst, es ist ein Alltagsauto. Es ist aber auch ein Auto, mit dem du halt auf die Rennstrecke kannst. Da habe ich auch den einen oder anderen Kunden bei mir. Der schickt mir dann immer Fotos, wenn er auf der Nordschleife fotografiert wurde. Da gibt es ja immer Fotografen, die da stehen. Und ja, sieht man hier schön, ne? Die Keramikbremsscheibe.
So, das ist Brembo, ich lese mal vor, SGL Carbon, eine Carbon-Bremsanlage mit Keramik und die ist sehr standfest und langlebig. Die ist extrem standfest und langlebig, natürlich, das ist jetzt die andere Gefahr, die ist natürlich auch sehr sensibel, Keramik sagt der Name, wenn da jetzt ein Steinchen oder sowas wirklich mal reinfliegt, also man rutscht ins Kiesbett rein oder... Du kommst mit dem Hammer einfach zu hart dran, dann platzt die. Ne? Dann geht die auch ganz schnell kaputt. Aber was diese Harmonie zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe betrifft, macht die jede Menge mit. Ne? Ein Porsche bremst immer viel besser, als er beschleunigt. Das war immer so, was ich gelernt habe über Porsche. Jetzt sagst du, das Ding hat 800 PS oder was? 625 und geht auf über 750. Aber 750, das ist so diese Overboost-Leistung, die du ganz kurz abrufen kannst. Aber 625, darüber sprechen wir. Kenne ich von der PlayStation. Also war ich auch mal jetzt in Pirmasens E-Kart fahren. Weiß nicht, ob du das mal gemacht hast. Ja, geil. Ja, das ist geil. Da gibt es auch so einen Knopf Overboost. Der steht ja für 5 Sekunden zur Verfügung. Ja. Das ist einfach mal, um noch ein bisschen mehr zu machen. Bremst der stärker, als er beschleunigt? Hier wird es eng, oder? Also sagen wir es mal so, wenn du ein Auto hast, holen wir zweimal das gleiche Fahrzeug. Einmal mit Keramik und einmal mit einer Stahlbremse. Ja. Und du bremst aus dem Fahrzeug mit der Stahlbremse mal rechts raus, wirst du ganz schnell sehen, dass der Taycan oder generell das Fahrzeug mit Keramik weitaus hinter dir stehen bleibt. Ne? Also übertrieben gesagt könntest du auch sagen, wenn du aus dem Taycan mit oder generell aus dem Auto mit Keramik rausfilmst, obwohl der andere voll in die Eisen geht, fährt er noch an dir vorbei. Das ist so. Also die Bremse ist Wahnsinn. Mission Impossible habe ich gesehen gestern, den ersten Teil. Und da haben die ganzen Leute immer von unten, die Bösewichte von unten schräg gefilmt. Und du bist aber kein Bösewicht, sondern ich habe wirklich dieses Fahrzeug gehuldigt und bin auf die Knie jetzt gerade eben gegangen, um das Ganze zu filmen. Haben wir eine Mischbereifung hier drauf, vorne anders wie hinten? Wir haben immer eine Mischbereifung drauf, aber keine Mischzollbereifung wie beim 911. Da haben wir ja hinten eine größere Zollfelge wie vorne, aber wir haben generell Mischbereifung auf all unseren Fahrzeugen. So, das heißt, die gleiche Felgengröße, die Reifenbreite ist anders vorne. Die ist wahrscheinlich vorne ein bisschen schmaler. Richtig, vorne ist er schmaler generell wie hinten. Also du wirst es so nie sehen, aber es ist immer beeindruckend, wenn die Fahrzeuge bei uns auf der Hebebühne stehen und du guckst dir die mal von unten an. Das ist wirklich, mittlerweile sind das so Dinger, brutal. Ne? So, ihr habt den tiefer gelegt. Gibt es da ein Problem in Burbach, wenn du hier rausfährst, mit vielleicht der Kontrolle, dass die mal hier mit der Hand dazwischen gehen und gucken, ob der irgendwo schleift? Nee, also ich komme jetzt mal hier runter zu dir. Also schleifen tut da nichts. Man muss auch dabei sagen, dass Das Fahrzeug ist genau, wie du es gerade sagst. Also das ist jetzt tief. Du kannst den Taycan, normal haben wir 3 Luftverstellungen bei uns. Da ist eine Luftfeder drin, vorne und hinten. Richtig. Eine 4-Kanal-Luftfeder. Es gibt jetzt hoch, mittel, abgesenkt und tief. Also der ist jetzt tief. Bitte, liebe Zuschauer, das war ein Scherz. Ja. Hier wird nichts tiefer gelegt. Alles bei euch im Porsche-Zentrum ist immer original 100% Porsche. Was richtig, hast du denn jetzt gemacht? Richtig, guck mal, hier können wir, da begrüßt er uns mit einer Lademöglichkeit auf der einen Seite. Auf beiden Seiten hast du eine? Beide Seiten haben wir, auf der haben wir das normale Laden und drüben haben wir Gleichstrom, also auf der Beifahrerseite, ist ja typisch für Porsche, da tankt man normalerweise, also hat Porsche auf der Beifahrerseite auch den Anschluss, wo du richtig Gas geben kannst, bis 270 kW, aber schön ist, je nachdem wie du zu Hause in deine Garage fährst, haben wir ja oftmals, dass es heißt, ey, wir haben eine Doppelgarage, da muss man umparken, weil man kann nur auf einer Seite laden, der Taycan würde von rechts oder links, wo wir jetzt gerade stehen, zumindest mal beiden Seiten Strom annehmen. Ja, kommen wir nochmal auf die Basics. Alles hier ist individuell konfigurierbar. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit gegenüber vielen anderen Elektroherstellern, wo du dann aus 4 Farben wählen kannst. Den Rest darf man folieren. Hier kannst du aus Tausenden von Farben, glaube ich, wählen. Du kannst ihn sogar noch individualisieren lassen, wenn er vom Band schon bereits gerollt ist. Dann fährt er nochmal in so eine... In die Exklusivmanufaktur. Ja, also das geht, oder? Genau. Früher war das, da hat es aber auch extrem lang gedauert, aber früher war es so, dann sind die Fahrzeuge nochmal in eine besondere Halle in Zuffenhausen gekommen. Mittlerweile hat die Exklusivmanufaktur 80% der Teile, können die in der Produktion schon mit integrieren. Und das ist jetzt auch hier der Bremssattel. Also wenn wir jetzt hier drauf filmen, was haben wir? Wir haben eine Felge und trotzdem haben wir ganz viel individuell. Also das hier ist farbig, was normalerweise schwarz-weiß wäre.
Der Turbo S hat jetzt die Keramikbremsanlage serienmäßig. Wir haben jetzt gesagt, die Bremssättel machen wir schwarz-hochglanz. Mhm. Die wären normalerweise gelb, typisch. Die kommen so Berg, aber ihr macht da nichts mehr, sondern du hast das Auto so bestellt. Genau, das ist so bestellt, aber das ist schon alles, wie du gerade gesagt hast, vom Detail her. Also hier wird schon ganz, ganz viel verändert. Ne? Das ist aber alles so dezent, es ist ein Kunstwerk. Mich graut es immer davor, muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja eher so der Typ, ich bestelle sowas am liebsten, wie es da steht. Also sag hier, okay, ihr habt das schön gemacht, ich hätte den genau exakt so, wie er ist. Ja. Das ist eine Kunst, sowas zu konfigurieren. Oder? Man kann da viel falsch machen. Also du kannst viel falsch machen im Sinne von Harmonie vielleicht. Harmonie, also das meine ich. Genau, also ein Kunstwerkdesign. Genau. Richtig, genau. Ja. Also da muss man schon aufpassen. Ich sag mal, die Tankklappe, die ist jetzt nicht serienmäßig elektrisch. Das ist normalerweise, hast du hier eine etwas größere Klappe, die du aufklappen tust. Und dadurch, dass jetzt hier zum Beispiel dieser schwarze Balken oder dieser schwarze Akzentstreifen ist, wo du die auch öffnen kannst darunter, haben wir dann auch gesagt, komm, dann machen wir die Griffe schwarz. Wir bestellen den unteren Teil hier schwarz lackiert, die Shadowline, die ums Fahrzeug geht. Nochmal, das kannst du so bestellen alles. Kannst du alles so bestellen und da musst du halt aufpassen, das muss nachher stimmen. Weil wenn du das vergisst anzuklicken, ist es Silber. Ja, dann kommt der Kunde schon und sagt, hier stimmt was nicht. Ne? Also, stimmt was nicht. Sag mal, hier unten, das ist jetzt... Es ist wahrscheinlich echtes Carbon, aber hat das irgendeine Funktion hier unten? Oder ist es nur schön? Das ist jetzt eine Designeinlage. Ja. Also das ist in der Serie ist es Kunststoff. Du kannst es dann in Schwarz-Hochglanz bestellen. Du kannst es auch in Wagenfarbe bestellen. Wir haben jetzt gesagt, beim Turbo S passt es eigentlich ganz gut, auch vorne in Carbon zu wählen. Der hat ein kleines Glasdach drin. Er hat ein kleines Glasdach. Panorama-Festglasdach, relativ klein. Es geht leider nur von vorne bis hinten. Aber du filmst jetzt schon drauf. Das ist so die neueste Innovation, die wir hier haben. Bei Porsche ist es auch der erste, der es kann, mit Sunshine Control. Das heißt, bei uns war das Glasdach immer durchsichtig oder du hast ein Rollo von vorne nach hinten geschoben. Und mittlerweile ist es so, das Glasdach arbeitet mit Strom und wird dadurch teilweise durchsichtig oder wie jetzt gerade verschwunden. Milchig. Milchiger. Okay, das habe ich schon mal gesehen auf dem Flughafen. Da, wenn du dann irgendwie kontrolliert wirst, schalten die um und da weißt du schon, jetzt wird es ernst. Nee, aber das ist jetzt ein Alltagsauto, dass du sagst, als Viertürer kriege ich den unter 100. Werde ich dann bei euch blöd angeschaut, wenn ich so sage, mein Budget sind nur irgendwie 90 oder 95, dass du dann sagst, naja, aber das kann man so nicht ausliefern, das Auto, da fehlt noch das und das und das. Nee, der kommt schon relativ voll, oder? Ja, also das Auto hat ganz viel drin. Es ist 100% Porsche und man muss dabei sagen, es gibt Empfehlungen, wo wir vielleicht nur aussprechen, aber der Kunde wünscht das, was er möchte. Und wenn er sagt, du, ich brauche, was ich jetzt auch sage, viel Geld für so ein Glasdach, dass du's dimmen kannst, ca. 5.300 Euro, da verstehe ich jeden, der sagt, du, nee, komm, das reicht auch so, ne? Das muss nicht dimmbar sein. Ach so, das ist nur das dimmbare 5.3. Genau, das andere Panorama-Glasdach liegt so um die, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 2.000, 2.500 Euro. Ne? So, es gibt den auch ohne Glasdach, das können wir gerade mal zeigen, da vorne ist er. Der sieht dann so aus, würde mir schon langen, also ich bin ja eher, ist das lauter, das Glasdach, als das Blech? Also es ist ja fest, es ist nicht zu öffnen, von daher hast du schon mal keine Karosseriearbeiten da dran. Aber mit Sicherheit ist natürlich ein Blech, wo... Ja, aber das ist ja minimal, oder? Ja, minimal. Weil es gibt nichts, was mich mehr genervt hat, als irgendwelches Rappeln, Knarzen, überhaupt Lautstärke, weil das Auto ist ja so leise. Ja. Hat der einen Soundprozessor drin, dass ich wenigstens noch ein bisschen PlayStation habe drin? Genau, er hat einen Soundgenerator. Der ist auch, das sagen die Leute immer, die schon den einen oder anderen getestet haben, der ist wirklich basic, aber auch einzigartig. Also nicht irgendwo, was weiß ich, ein V8 integriert, wo kein V8 ist. Das hat Porsche sehr geschickt gelöst. Und wie du jetzt auch sagst, das Auto ist so ruhig und den schaltest du nachher gar nicht mehr an, weil du genießt diese Ruhe in diesem Auto. Habe ich jetzt gerade. Ich habe einen Soundprozessor, den ich nicht mehr anmache, will aber die Fahrwerksabstimmung haben. Ich glaube, da gibt es verschiedene Modi und man kann das programmieren, gell? Dass du sagst, genau. Okay, ich will gerne voll Turbo S mit allem drum und dran, aber ich will den nicht so als Brüllwürfel haben, richtig, innen. Richtig, ja. Es gibt so verschiedene Modusbereiche bei Porsche. Gerade mit dem Sport-Chrono-Paket hast du ja diesen Drehknopf über Sport Plus
Und da ist der Vorteil, muss man sagen, wenn du jetzt sagst, Sport ja, aber kein Sound, machst du ihn aus. Also jetzt haben wir hier zwei Stück nebeneinander stehen. Komm, wir zeigen mal gerade CO2, dass wir das haben. Das ist ja schon fast ein Running Gag hier. Ist null. So, denn das Auto wiegt 2370 Kilogramm. Da muss man sagen, mit der großen Batterie, die ist hier drin. Richtig. Mit der großen Batterie, okay. Das ist echt gut. Und hier oben, ja, das ist der Preis. Wir filmen heute am 9. Februar 2023. Porsche Taycan Turbo S, 625 PS. Und du sagst, mit Boost, ist das merkbar, die 100 PS mehr? Bei 2,3 Tonnen? Ja, schon. Also du wirst natürlich ganz anders deinen Sitz gepresst, das muss man sagen. Also die 625 PS, die werden ja viel, viel geringer angesteuert wie diese 700. Die 700 PS, wenn du da Vollgas gibst, über was reden wir da? 2,3 oder so? 2,9. 2,9. Ist das so, als würde dir einer mit einer Stahlstange reinschlagen in den Nacken oder so? Wenn du es nicht gewohnt bist? Also du als Fahrer... Du weißt es ja. Ja, und trotzdem merkst du irgendwo, hey, das hier geht schneller, wie mein Kopf verarbeiten kann. Aber für einen Beifahrer oder die, wo hinten sitzen, für die ist immer ganz schwierig. Ne? Sag mal, diese Starts, wie oft kann man die machen, bis der Reifen runter ist? Kann man das 10-mal, hält er durch? Also natürlich hält er das durch. Das war wieder ein Scherz. Ja, aber ich weiß, was du ansprechen willst. Natürlich merken auch wir, wenn wir auch mal so einen Vorführwagen haben, die meistens zwischen 9.000 und 15.000 Kilometer später mal zum Kunden gehen. Die Leute wollen es immer wissen. Ne? Da hast du früher gar nicht über neue Reifen nachgedacht. Und hier kannst du schon sagen, ja, der hat natürlich unwahrscheinlich viel Grip, die er dadurch auf die Straße bringen muss. Da kann es schon sein, dass dann mal nach 15 oder 1000 Kilometer der Reifen neu muss. Ne? Das ist so. Die Leute probieren es ja aus, dafür ist er ja da. Das macht dem aber gar nichts, denn es gibt ja quasi kein richtiges Getriebe mehr. Das ist nur noch so eine Art Untersetzungsgetriebe, was man irgendwie umschaltet. Was aber so sagst, das ist so, das merkst du gar nicht. Oder? Nee, also minimalistisch merkst du es, aber die wenigsten Elektroautos haben ja auch eins. Also die meisten kommen ja ohne Getriebe aus, aber es ist halt einfach sportlicher und effektiver, wenn ein Getriebe drin ist. Ne? Du hast das Drehmoment noch über einen größere Bandbreite dann nochmal verteilt. Hier siehst du schöne Details, wo wir sie gerade nebeneinander stehen haben. Ja. Gut, man könnte ja hier mit ein bisschen Folie nachhelfen, aber das ist ja dann kein Original Porsche mehr, denn der kann eine Approved-Garantie bekommen, was ganz Besonderes, ja. Was, glaube ich, alle Porsche kriegen können, alle aktuellen kriegen Approved, wenn man sich dran hält, bedeutet bis zu 15 Jahre? 15 Jahre, 200.000 Kilometer. Genau. Werksgarantie. Ist wie eine Art Werksgarantie, genau. Ne? Garantieverlängerung geht bis 15 Jahre, 200.000 Kilometer und wenn ein Auto in diesem Alter sich befindet, bis zu 15 Jahre, und es ist 100% ein Porsche, also nicht irgendwo ein anderes Fahrwerk reingemacht oder ein anderes Navi, ja, gab es ja früher mal einiges, solange er 100% Porsche ist, kriegst du diese Garantie. Ja, es geht darum, dass dieses Produkt hier komplett designt ist aus einem Guss. Man möchte nicht, dass da irgendwas eingebaut wird, was nicht dazu passt. Das geht doch gar nicht darum. Am Anfang war das so, dass die Leute gesagt haben, da kriege ich das Fahrwerk XY nicht mehr. Ja. Da ging es gar nicht drum. Es ging darum, dass bestimmte Fahrwerte, Anpressdruck oder was auch immer, kann nur gewährleistet werden, wenn er original ist. Ja, so sieht's aus. Das fängt mit den Felgen an. Ja, also es gibt deswegen haben unsere Reifen immer eine gewisse Endkennung. Also das heißt, die Hersteller, ob Michelin, gut, ja, Pirelli, wie sie alle heißen, die stellen Porsche den Reifen zur Verfügung. Porsche sagt, wir brauchen dort nochmal ein anderes Mischungsverhältnis, dass er entweder weicher, ein bisschen härter ist. Habe ich zuerst gedacht, das ist Geldmacherei vor 10 Jahren, als der Reifenhändler, der war nicht glücklich, als er den Reifen zurücknehmen musste, weil er hatte keine Endkennung. Und das ist, die Endkennung gilt, das hat einen Grund. Und dann kam der sah genauso aus, hatte eine Endkennung, da sagt der Reifenhändler zu mir, ja, es ist doch der gleiche Reifen. Da habe ich gemeint, nee, die haben mich sehr deutlich... Ja, aber wenn die Endkennung fehlt, ist er nicht für Porsche freigegeben. Weil man muss einfach mal sagen, unsere Autos, die werden nicht wie 70% der anderen einfach bei 250 mal abgeriegelt oder schon früher. Die sind offen. Die sind offen. Die fahren, was sie können, weil wir aber auch das Fahrwerk dafür haben. Weil wirklich, wie du gerade sagst, alles für Extrembelastungen, Extremsituationen, das sehen wir immer auf Schulungen, so fahren wir die Autos ja gar nicht im Alltag. Aber dann merkst du einfach mal, was macht denn der überhaupt mit? Wofür ist er gebaut? Und da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ne? Ja, so ist es. Mach mal vorne bitte auf. Dann kann man mal ein schönes Detail zeigen, denn... mit Fernbedienung.
gut, wir haben hier volle Hütte. Ist das Serie auch beim Kleinen? Genau, also hier ist jetzt keine Veränderung. Der hat vorne so eine kleine Lademöglichkeit. Da kannst du dein Ladekabel reinlegen. Oder das ist identisch mit 11, oder? Mit 911? Ja, beim 11 ist es sogar noch größer. Ne? Da ist der hier sogar noch klein dagegen. Das Set passt nicht rein vom 11er, das Kofferset? Nein. So, Fahrzeug selber ist aus Alu komplett, oder? Das ist mittlerweile, muss man sagen, ein Multimaterialmix. Da sind so viele Materialien vereint. Da, wo Gewicht eingespart werden muss, ist Aluminium. Da, wo Sicherheit verlangt wird, ist Stahl oder ein anderes härteres Material. Wenn du mal gerade mit deinem Finger mal oben auf den Kotflügel schlägst, ganz leicht. Da haben wir Alu. So, das ist Alu mit drin. Es gibt bestimmte Bauteile, die könnt ihr selber gar nicht mehr tauschen. Da muss der ins Werk zurück. Ist das hier auch schon ein Auto, wo das gilt? Das ist das. Also wie beim Elva, das ist das, was ich gesagt habe. Klar, du siehst jetzt hier oben drauf Aluminium, was ist drunter? Und da ist dieser Multimaterialmix. Da werden spezielle Werkstätten von Porsche ausgestattet für Reparaturen durchzuführen. Toi, toi, toi. Die haben wir sehr selten, weil das dann auch größere Unfälle sind. Also aber wenn der mal abfliegen sollte, ja, auf Glatteis, wer weiß. Ja. Ich habe es wirklich übertrieben, indem man kann sich ja unglaublich stark darauf verlassen, dass das Auto einem hilft, extreme Fahrsituationen zu meistern. Aber es gibt ja Grenzen. Also wir hatten jetzt minus 5 Grad draußen, wenn du da einfach zu schnell in die Kurve fährst und die ist komplett vereist, da hilft dir kein Mensch mehr. Ja. Nee. Dann hilft dir wiederum die Karosserie, ja, dass du geschützt bist, aber da kannst du halt nichts dran ändern. Ja, es gibt viele schlimme Unfälle, muss man sagen. Also die meisten steigen oft unverletzt aus. Das ist so, wenn es wirklich mal passieren sollte. Aber da ist Elektronik mittlerweile drin. Der misst den Abstand zum Vordermann permanent. Er kann bremsen automatisch? Natürlich, das macht er auch mittlerweile. Der schaut voraus und sieht, ob ein Auto da oder ein Fußgänger vielleicht. Man ist gerade unachtsam. Da wird das Auto immer eingreifen. Das ist mittlerweile so. Was auch gut ist, ja, das merkt man ja selber schon, wo man früher gedacht hat, du, so ein System brauchst du nicht, aber wie oft erwischt man sich, dass dieser kleine Gong kommt, wo man dann gerade, dann kann dann schnell reagieren. Lenkt er selber? Er kann noch ein Stück weit selber lenken. Okay, das geht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel leicht von der Spur abkomme und so weiter, ich habe so einen Knopf, weiß nicht, ob der den auch hat, in einem Fahrzeug aus dem Volkswagen-Konzern, da drückst du drauf, dann lenkt er automatisch. Er hält die aktuelle Geschwindigkeit anhand der Verkehrszeichen, erkennt die, hält die, genau. Finde ich sehr praktisch. Ja. Und er hält Abstand zum Vordermann, das kann der. Das ist dieses Teilautonome. Genau, wobei vom Teilautonom muss man, das ist schon hochgegriffen, also autonom, da sind wir noch ganz weit generell, da gibt es keinen Hersteller, glaube ich. Auf der Autobahn klappt das gut, muss ich sagen. Aber nur für eine gewisse Zeit, da musst du ja immer noch mal eingreifen. Ne? Also du musst die Hand am Lenkrad lassen, ja, aber also er erkennt zum Beispiel Kennzeichen in der Baustelle automatisch. Genau, das macht er hier auch. Also ja, so um die 10, 12, 15 Sekunden kann er auch, ohne dass du die Hand am Lenkrad hast, aber dann fragt er noch mal nach. Ne? Er bremst sogar automatisch ab, wenn zum Beispiel ein Kreisel kommt. Das, glaube ich, weiß er und fährt langsamer. Ist das hier auch so? Genau, ist hier auch so. Aber nur bei aktiver Routenführung, logischerweise. Also wenn die Routenführung eingeschaltet ist. Routenführung eingeschaltet ist und dann InnoDrive das Auto beinhaltet, dann macht er das, genau. So, jetzt bist du ja den gefahren. So, und das ist ja ein Supersportwagen, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Jetzt sind die meisten Elektrofahrer ja Reichweiten-Junkies. Das heißt, also die kriegen so einen richtigen Kick, wenn die über die Werksangabe kommen. Was hat der denn für eine Reichweite laut WLTP? WLTP, Werksangabe. Also da steht mittlerweile die 400 aufwärts drauf. Man muss natürlich sagen, das sind Werksangaben. Und wir haben auch ein, zwei Kunden, die fahren drunter. Das ist wirklich, frag mich aber nicht ganz ehrlich, wie das passiert. Ne? Dann fährst du im Windschatten vom LKW, wie auch immer. Aber man muss sagen, bei dem Auto gibt es auch ganz viele andere Einflüsse. Und das ist im Moment zum Beispiel das Thema Kälte. Ne? Also wenn auf meinem Taycan, den ich im Moment fahre, wenn da normalerweise eine 420, eine 430 steht, habe ich im Moment 380 Kilometer drauf, 370 Kilometer. Der lädt sehr schnell, muss es, oder? Der lädt bis zu 270 kW, kann der ziehen. Das und ist auch wirklich. Also das ist, ja. Wirklich, jawohl. Das die ist meisten, die werden warm oder irgendwas konditioniert, dann geht das so irgendwie nur ein paar Minuten. Oder viele sind so, bei Porsche ist das extrem optimiert, da gibt es eine Kühlung für, oder? Genau, das Thermomanagement, den Range Manager mit der Wärmepumpe in Verbindung, da können wir nachher mal noch kurz drauf eingehen.
da gibt es einige Möglichkeiten, wo Porsche dort, sage ich mal, beeinflusst, dass die Batterietemperatur stimmt. Und das ist aber auch wichtig, für morgens loszufahren. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt im Moment morgens losfahre, es ist 0 Grad oder Minus, dann merkst du, die Batterie ist zum Beispiel vielleicht auf 0 bis 2 Grad. Das ist natürlich schlecht für die Batterie im Sinne von Kraft abgeben. Ja, also die Batterie hat einfach zu kalt, die kann dir die Leistung gar nicht abgeben, was passiert. Die Batterie gibt in dem Moment, wo du Gas gibst, natürlich alles frei, was auf die Schnelle freizugeben ist. Und das führt dann natürlich dementsprechend dazu, dass du mit 50 Kilometern, die du fährst, vielleicht nur noch oder laut Anzeige 70 Kilometer verbraucht hast von der Batterie. Ja? Und da gibt es aber so kleine Tricks. Also das werden wir heute mal ein bisschen noch mal ansprechen. Genau, da gehen wir nachher mal drauf ein, weil ich denke, wenn man das richtig im Alltag umsetzt, auch schon gerade bei den jetzigen Temperaturen im Sommer ist das ja alles egal, da brauchen wir darauf gar nicht zu achten. Aber jetzt im Winter ist es unwahrscheinlich wichtig und da gibt es 2, 3 Tricks, wo du extrem die Batterie vorkonditionieren kannst, damit du nachher weiterkommst. So, jetzt fährst du ja schon sehr viele Kilometer mit dem Taycan. Was hast du runter? 20, 30.000 schon? Also mittlerweile bin ich bestimmt 35 bis 40. Mit diversen Taycan, oder? Ja, das waren dann am Stück, kannst du sagen, vielleicht 3, 4 Autos insgesamt. Genau. So, denn ihr fahrt ja auch als Werkswagen oder hier als Firmenwagen bei euch. Und ist das ein beliebtes Fahrzeug? Hat der 0,5 Versteuerung? 0,5. Der Taycan hat 0,5, genau. Die 0,25 kommt aufgrund des Einstiegspreises nicht hin bei uns, aber die 0,5 hat er. So, die 0,5 ist aber schon mal die Hälfte der normalen Versteuerung. Genau. Das merkst selbst du als, ich sag mal, Verkäufer bei Porsche, ist das ein schönes Goodie. Das heißt, du zahlst nur die Hälfte der Versteuerung. Geht das dann? Kann man sagen, ich fahre jetzt als Verkäufer elektrisch und krieg dann 0,5 angerechnet? Das funktioniert oder ist das bei euch pauschal? Nee, wir haben ein anderes System, aber prinzipiell ist das möglich, dass du sagst, dass du sparst. Ja. Genau, richtig, ja. So, jetzt ist das ja oft ein Fahrzeug, was auch geleased wird. Also das Leasing ist stark bei euch? Ist sehr stark bei uns, weil es gibt ja nichts Schöneres, dass du sagst, du fährst 2, 3 oder 4 Jahre so ein Fahrzeug, stellst es danach ab und gehst nochmal auf die neueste Generation. Ja? Weil derjenige, der auf so ein Fahrzeug geht, das sind ja eigentlich die technisch Visierten und die auch immer sagen, hey, ich will vorne mit dabei sein. Ne? Jetzt ist es so, was mir immer widerfahren ist, du leasst so ein Fahrzeug, kannst es ja von der Steuer absetzen, da gibt es eine AFA und was weiß ich alles, die Leasingrate ist ja fix. Was besonders schön ist, sind diese neuen Sachen wie Wimcar. Hat dein Fahrtenbuch eingebaut eigentlich bei Porsche? Nein, das gab es früher mal, aber da gibt es ganz, ganz große Richtlinien und da hat also Porsche dann gesagt, wir machen es nicht mehr. Hat der einen CAN-Bus-Stecker, OBD2? Was du gerade angesprochen hast, ist möglich, genau. Ist möglich. Also das habe ich jetzt in jedem Auto drin, sehr praktisch, wird vom Finanzamt, wenn die das sehen, dann lachen die schon, dann winken die meistens durch, selbst teure Autos, ja, weil das sauber geführt wird. Genau. Und dann kannst du das Fahrzeug als Firmenwagen nutzen und kannst ihn natürlich, wenn du richtig viel Steuern sparst, das ist ein bisschen wie beim E-Bike-Leasing, von der Steuer absetzen. Und das ist ja wesentlich. Das nutzen viele, oder? Ja, genau. So, genau. Ein bisschen als Belohnung. Viele haben viel Verantwortung, muss man sagen. Oft ist es die Geschäftsführung, die sowas fährt, ja, die mehr als 10 Stunden arbeiten, vielleicht auch die Verantwortung haben für Dutzende, wenn nicht Hunderte von Mitarbeitern. Trotzdem sind das ganz normale Leute. Also wenn ich dich mal so sehe, ich zeig das mal gerade, so sieht ein Porsche-Fahrer aus im Jahr 2023. Hat sich da ein bisschen was gewandelt? Die Kamera drehen, ist ja nichts anderes. Nee, ja. Ich zeig's mal gerade, weil das ist jetzt, was für ein Fahrzeug ist das? Also das ist so ein 911 Turbo, aber ja, da rede mal um die 80er. Um die 80er. Aber das war doch so, jemand, der sowas damals gefahren hatte und du bist damit, ich sag mal, jetzt zum Schwimmbad gefahren, weiße Ledersitze und so, da war klar, der hat wahrscheinlich noch die Yacht, der ist vielleicht Zahnarzt, der ist vielleicht Steuerberater, nee, Steuerberater nicht, aber zum Beispiel Rechtsanwalt und so, oder vielleicht ein Steuerberater, so ist so. Aber heutzutage, du kannst das ja gar nicht mehr ausmachen. Es fängt bei euch an, der kleinste Porsche, glaube ich, um die 60, 70. Genau, wir steigen mittlerweile. Einstieg ist, kannst du sagen, der Macan bei uns. Darauf kurz gefolgt kommt dann der 718, der Zweisitzer. Ja, und dann sind sie irgendwo alle relativ preisig, alle nah beieinander. Aber wie du sagst, Publikum sind wir ja riesig froh drum. Es gibt doch viel mehr Auswahl jetzt. Also früher gab es den 11er, dann gab es noch 9, 24, 28. Ah, genau. Irgendwann war Feierabend. Jetzt habt ihr alles. Und dann modifiziert ihr diese Fahrzeuge auch noch. Da gibt es dann den Sportsback, gibt es sowas bei euch? Also es gibt einen Cross-Turismo. Cross-Turismo. Ja, genau, dann hat er seitlich
wenn du jetzt auf den roten filmst, mal kurz, da hat er seitlich diese Kunststoffelemente drin. Kombi quasi gibt es auch, oder? Es ist in Anführungsstrichen der Kombi, Sporttourismo nenne man. Sporttourismo hat dann quasi nicht mehr diesen Kunststoff, das ist dann alles lackiert. Also es gibt verschiedene Varianten. Ja, das ist auch ein Taycan hier vorne. Genau, genau. Ach, das ist auch ein Taycan. So, richtig. Cool, ja. Also, wie blickt man denn da noch durch, wenn ich aufgehört habe, vor 10 Jahren Porsche zu fahren und ich komme hierher und sage so, ja, da haben wir eine Webseite, da gibt es halt 364 Modelle in 485 verschiedenen Versionen. Ist das manchen zu viel oder kommen die klar damit? Nee, also dafür sind wir Gott sei Dank da und dafür gibt es uns ja. Also die Frage ist zum Beispiel, wie viele, also hier stellt sich ja nicht die Frage, wie viele Leute können mitfahren, weil die Leute kaufen ja so ein Auto unter anderem auch, weil sie ganz alleine fahren damit und brauchen ja im Innenraum Platz, oder? Genau, also die Thematik ist ja, wenn der Kunde kommt und sagt, er hat Interesse, ob Taycan, Panamera, Macan, wie auch immer die Fahrzeuge heißen, dann ist es mir am liebsten und ich denke, meine Kollegen, die gehen genauso vor, dass wir wirklich von A bis Z das Auto konfigurieren, weil dann kommst du automatisch irgendwann auch an die Position 4 oder 5 Sitze und dann kann der Kunde entscheiden, was er möchte und am Ende des Tages hast du ein Auto, was absolut passend zu ihm ist. Ne? Wir werden noch auf die beigelegten Ladegeräte mal drauf eingehen. Wenn du mal so lieb bist, alles mal aus dem Kofferraum rausnimmst, was hier drin ist. Ja. Das haben wir sehen. Das ist ja jetzt schon viel. Denn ich will nämlich euch beweisen, ich selber habe mal einen Porsche Panamera gefahren und habe original bei der Schwiegermutter, als wir da hingefahren sind, ich glaube 8 Minuten ausgeladen. Da waren 15 Taschen drin und ein ganzer Hausstand. So, das ist da vorne wahrscheinlich ein Karabiner drin. Ist das die Ladetasche, die du jetzt gerade raushärkst? Das ist die Ladetasche und Porsche macht die immer ganz hinten fest, dass da nichts verrutscht. Er ist nachvollziehbar bei 700 PS. Wenn ich das gewusst hätte, ich es vorher gemacht, hör mal. Nee, ist ja nicht schlimm. So. Froh, dass du den Kofferraum jetzt zugemacht hast. Genau, wenn du mal gerade so lieb bist, die mal gerade rausnimmst, komplett rausnimmst, einmal unten auf den Boden legst, gleich mal. So, dann, was ist hier noch? Das ist? Das hier ist einfach nur ein Netz, was wir da noch einspannen können. Skisack. Alles klar, als Sicherheit. So, dann, wünscht, genau. Dann ist hier ein Typ 2 oder was ist das? Das ist ein Mode 3 Kabel. Ja. Ein was? Ein Mode 3 Kabel. Was kann das? Das ist wichtig. Es gibt ja die meisten Ladesäulen, da hängt ja ein Kabel dran. Es gibt aber auch ganz viele Ladesäulen, die eben kein Kabel haben. Mhm. Und dann brauchst du das Mode 3 Kabel, dann ist nur die Säule dort und dann wird das in die Säule gesteckt. Ist das Typ 2? Ich habe ja keine Ahnung vom Laden. Ja, also vom Typ her, ja, es ist der normale Ladestecker. Der normale Ladestecker. Der normale Stecker, nicht Gleichstrom. Habe ich jetzt nämlich bei uns, wir haben ja 2 Ladebuchsen bekommen, ja. Da war kein Kabel dabei. Da habe ich der Kollegin hier aus dem Internet 180 Euro kostet ein Kabel. Ja. Das ist hier dabei beim Auto. Genau. Also, dass du es ins Auto stecken kannst. Ja, genau. Okay, das hat gefehlt. Das ist das hier zum Beispiel, ja. So, die sind aber genormt, da kann ich jedes Kabel nehmen, was zugelassen ist, was drin ist. Das hier kann auch Gleichstrom? Ja, nee, also genormt in Anführungsstrichen, weil der Taycan, da muss man aufpassen, da laufen ja teilweise 22 oder 11 kW durch, ja, also durch dieses Kabel. Und dementsprechend muss das Kabel... Das Wechselstrom ist das. 11 oder 22, genau, das ist jetzt Wechselstrom. Ja. Okay. Gleichstrom, gehen wir mal gleich drauf ein. So, der Wagen selber hat ja eine Gleichstrombatterie. Und wenn du den mit Gleichstrom lädst, dann kannst du noch mehr Ströme laden, zeitgleich, korrekt? Ja, der hat... dann lädt er in dem Moment bis zu 270 kW. Okay, also 270 Kilowatt pro Sekunde. Heftig, ja. Also dann kriegst du 20, 25 Kilometer pro Minute rein. Das ist sensationell. Die Batterie, was hat die für eine Größe? Die liegt hier knapp unter 100. Unter 100 heißt, kriege ich den relativ voll in 20 Minuten? Also du musst sehen, die ersten 80%. Die dauern genauso lang wie die letzten 20, weil also von 0 auf 80 hat Porsche eine Werksangabe ca. 25 Minuten. Aber du bist ja nie mit 0% dort. Also ich sag mal, wenn du irgendwo lädst du 20 Minuten, dann kannst du in der Regel weiterfahren. Weil danach macht es keinen Sinn mehr. Das dauert so lang. Richtig, der muss die einzelnen Zellen suchen, wo ist was leer, wo mache ich was rein. Und das dauert so lang wie die ersten 80%. Also deswegen unterwegs laden immer nur maximal eigentlich bis 80%. Ich habe jetzt so ein Samsung, da habe ich jetzt erstmalig die 85% eingestellt. Apple Notebook sagt auch, bei 85 höre ich auf zu laden, um die Batterie zu schonen. Ja. Macht das der was aus, wenn die auf 100% immer voll wird? Oder kann man sagen, ich will nur bis 85? Oder ist es egal? Das kannst du, können wir gleich mal gucken, kannst du einstellen. Ich bin jetzt jemand, der immer sagt, relativ schnell, relativ weit. Ja, also ob du über 85 gehst,
das ist dir überlassen. Ach, nochmal, du fährst jetzt von hier nach Wien. Ja. So, das ist ja eine schöne Strecke, circa 1000 Kilometer, sage ich jetzt mal. Und dann machst du Tankstops realistisch vier Stück, kann man ungefähr sagen? Das wäre schon viel. Also du drei? Ja, schätze ich, drei Stück brauchst du. Aber in Wien kann es ja leer sein, wenn du ankommst. Und hier starten musst du immer auf 100%. Das ist ganz wichtig, gerade für lange Strecken, weil unterwegs kriegst du die letzten 20 ja nicht mehr, die letzten 20%. Das sind gute 180 bis 100 Kilometer, die dir dann fehlen. Also deswegen immer, wenn es um Langstrecke geht, ganz wichtig, da muss der Teilkern voll sein. So, am Anfang voll machen, über Nacht einfach aufladen. Genau. So, dann zeig mal, kann man das umklappen hier? Du hast hier unten drunter noch ein bisschen Platz. Sag mal, in dem Bereich nicht mehr, aber das hier können wir hochheben. Und hier ist zum Beispiel immer, sag ich mal, hier lege ich immer das Mo3-Kabel rein. Ne? Das ist optimal dafür, der Platz. Das passt da rein? Das passt da rein. Okay. Da liegt's drin. Ich habe gerade schwarze Adler aus schwarzem Grund. Wenn du mal gerade hier wegholst, da kann man sehen. Also da passt noch mehr rein. Da passt auch zum Beispiel der Verbandskasten würde reinpassen. Das ist ungefähr in die ganze Hand. Da passt auch der Verbandskasten rein, ja. So, das Notset, Pannenset für den Reifen, wenn ich dann doch mal einen Nagel erwische oder einen Schraube. Ja, das ist auch was im Moment. Wir haben es gemerkt in der Vergangenheit, das kostet ja Geld irgendwann bei einer Wartung. Wenn wir zum Kunden sagen, ihr Reifendichtmittel ist abgelaufen, kostet 80 Euro, sagt er immer super. Ich wusste gar nicht, dass ich eins drin habe. Deswegen mittlerweile sagt Porsche, wir haben die Assistance. Wenn der Kunde es wünscht, kann er sich ein Pannenset mitbestellen. Das liegt so um die 50 Euro. Aber die Assistance, das ist eigentlich das Thema, was genutzt werden sollte. Weil das ist meistens eh nur Schweinerei, wenn man mit diesem Zeug gearbeitet hat, mit diesem Schaum und mit diesem Kompressor. Also wenn es nicht zu groß ist, das Loch, aus meiner Erfahrung klappt das schon. Aber du hast auch selten Reifenpannen, muss ich sagen. Die passieren, aber es ist mir jetzt zweimal passiert in letzter Zeit. Und je nachdem, wo du die Nagel. Hast, gehst du sowieso lieber in Sicherheit. Ne? Ja, was ganz schlimm war, wenn das Loch eh zu groß ist, hast du keine Chance. Dann passiert auch nichts. Aber du weißt ja selber, wie es manchmal ist. Es passiert zu ungünstigen Zeiten. Die klappt gut, muss ich sagen, mit der Assistance. Das ist, wenn du das mal kurz erklärst, das ist weltweit, oder? Genau. Also es gibt einige wenige Länder, die ausgeschlossen sind. Das ist aber auch eigentlich immer die unrelevanten für uns. Da fährt man nicht morgen hin. Nee, genau, weniger. Und das ist eine gute Sache. Also ich sag mal, auch wenn du deutschlandweit unterwegs bist oder ins Ausland fährst, die umliegenden Länder, wenn du da liegen bleibst, rufst die Assistance an. Die kümmern sich darum, dass dein Auto ins Porsche-Zentrum kommt, entweder da, wo du bist oder da, wo du es gekauft hast. Dann wird es dort repariert und kriegst auch einen Ersatzwagen von denen. So, und jetzt kann man hier durchladen. Ist da drunter noch irgendwas? Kann ich da noch was hochheben? Nee. In dem Bereich nicht, weil ich sag mal, da ist halt einiges aufgebaut in dem Bereich. Auch die Dämpfer hier seitig nochmal, die da hochgehen. Wenn man gerade mit der Hand mal ganz reinsteckst, bis nach hinten, dass man mal sieht, wie groß der Kofferraum ist, also von dem Volumen her. So, und jetzt mal bitte, habe ich die Möglichkeit, den von hier zu entriegeln, von innen? Nee, aber ich mach's mal. Mach mal auf. Dass, wenn ich doch mal zum IKEA fahre, also die Mitte geht als Durchreiche für den Baumarkt. Dann hast du linke Seite, da kannst du dann teilweise, das heißt, ein Kind könnte zum Beispiel noch sitzen und du könntest noch richtig transportieren. Richtig, ja, da passen jetzt deswegen auch der Skisack, das ist schon ganz gut. Ne? Aber bedeutet, ich bin jetzt zum Beispiel Handelsvertreter, habe eine Vorführung, muss Sachen mitnehmen, Beamer, irgendwelche Roll-Ups, du weißt ja selber, wie groß die sind, um was zu präsentieren, denn das soll ja ein praktisches Auto sein. Der Elva war super, aber du kannst zum Beispiel nichts durchladen, das geht nicht. Richtig, genau. Also die Durchladefunktion, die ist ja schon wirklich sehr interessant und wie gesagt, wenn du jetzt sagst, du brauchst mehr Volumen, dann gehst du auf den Sport oder Crosstourismus. Ne? Dann hat man schon allein die größere Lademöglichkeit, weil erstmal das, was hier rein muss, muss ja erstmal hier durchpassen. Und ja, das ist aber schon üppig. Das ist gut, natürlich. Aber hast du jetzt eine gewisse Höhe, wird es nicht funktionieren, dann bräuchtest du dann den Cross zum Beispiel. So, wenn du mal gerade vorne reinkletterst und mal zu mir kommst mit deinem Kopf, wir machen mal kurz einen Test. Also ich will mal gerade sehen, du bist 1,90 Meter, was bist du? 1,86. So, und jetzt mal mit den Füßen. Am besten ziehst mal kurz mal gerade die Schuhe aus, wenn du mal gerade so lieb bist. Mach mal. Soll ich hier durchklettern? Nee, du sollst einfach mal ganz kurz mal die Schuhe. Geht das? Natürlich. Ich will mal gerade was testen. Ja, ob das. Denn du hast mir erzählt, du hast zufälligerweise die gleichen. Wenn ich das gewusst hätte, ich mir heute noch beim Physio eine Stunde. Physio eine Stunde geholt. Du hast nämlich dieselbe Farbe an. Das ist übrigens Pflicht hier im Porsche-Zentrum. Ja. Immer die gleiche Farbe der. Ganz wichtig. Der Strümpfe wie. So, und jetzt mal hier rein. Einfach mal drauf gehen und die Füße mal in meine Richtung strecken, hier Richtung Kofferraum, wenn du mal so lieb bist.
Nee, das will niemand sehen, aber das mal sehen. Also falls denn doch mal, weil es gibt ja so Kids, aha, ich zeig's mal gerade. So, da sind wir drin. So, jetzt ist spät abends. Da ist er drin. Also, das funktioniert. Willst du übernachten hier? Ich zeig das mal gerade. Das hat bestimmt noch nie einer gemacht. Aber dass man mal sieht, wie groß der Kofferraum ist. Und ich zeig dich mal gerade so. Da ist er. Es würde gehen, oder? Nur noch das Festival. Ja, klar. Du brauchst noch eine Matratze? Matratze, dann wird's. Das kriegen wir nicht, aber das kriegen wir hin. Hat er eine Standheizung, Lüftung? Ja. Hat er. Ja. Das heißt, ich könnte theoretisch hier Wohlfühlklima. Du weißt, an wen ich denke. Ich habe einen Hund. Eigentlich tut es ja nichts schade. Wir haben ein Soundsystem an Bord. Wir haben unser Dach, was wir hier oben. Wir können uns sogar noch die Sterne schauen. Ach, das ist jetzt milchig gerade geschaltet. Ich komme jetzt nicht ran, aber du kannst ja mal vorne auf den Startknopf drücken. Dann können wir es mal durchsichtig machen. Warte mal, ich mache das mal gerade. Mach mal zu. So, da bin ich. Der Startknopf ist wo? Vorne links. Vorne, ach so, ist ja ein Porsche. So, warte mal. Wenn du mal kurz die mal hältst. So. Also, das ist der Startknopf. Der hat sogar noch einen. Der ist ganz neu, oder? Der ist ganz neu, jawohl. So, und jetzt? Was muss ich machen? Jetzt warte, jetzt gucken wir mal hier. So, da ist. Da hast du jetzt die Möglichkeit zu sagen, wie soll es da oben aussehen. Und dann kann man dementsprechend. Ah, teilweise auch. Teilweise. Nee. Hm? Jetzt hätten wir es komplett durchsichtig. Echt? Jetzt kannst du auch vorne zum Beispiel sagen, du willst Muster drauf haben. Muster? Dann sieht es so aus. Ja, dafür gebe ich doch gerne 5.000 Euro aus. Ja, ganz wohl. Aber jetzt ist ja so, ganz ehrlich, hier geht es ja jetzt darum, mal das technisch Machbare zu zeigen. Denn es ist ja auch konfigurierbar wahrscheinlich in jedem Taycan. Also ich musste jetzt nicht nur ein Turbo S haben. Nein. Ja. Das ist, wie gesagt, wir entscheiden uns hier für eine Motorisierung. Aber alles das, was hier drumherum ist, das Beifahrerdisplay, was wir gerade sehen. Ist der schön alles, voll, der hier? Der ist schon sehr, sehr gut ausgestattet. Ja, also der hat alles, was wir gleich zeigen können, dass wir mal ein bisschen sehen können. Ich zeig's mal gerade von oben, wenn du mal gerade da liegen bleibst. Das ist das Muster, was man sieht. Wenn du das mal gerade veränderst, bitte. So, und bitte mal ganz zumachen. Genau. Und jetzt mal ganz öffnen. Boah, ist das cool. Ich brauch sowas. Du merkst. Das nächste Auto, was ich habe, werden wir machen. Du darfst wieder raus, du bist erlöst. Okay. Wenn du mal kurz rauskommst und ihn mal gerade zurückbaust, dass wir das mal sehen. Denn wir sind in einem Sportwagen, in einem Coupé. Und dass das überhaupt geht, ist ein Wunder. Und du bist wie groß bist du? 1,86. Ja, also großer Mann. Und ich komme ja aus dem Wohnmobil, da ziehen die Leute die Schuhe immer aus. Deswegen, sonst gibt es immer Haue. Ja, zu Recht, das ist ja ein neues Auto. Und da hat der Tyson schon drin gelegen. So. Aber wenigstens die Schuhe hat er ausgehabt. So, dann können wir mal. Bitte? In die Schuhe, ja, mach. Können wir gerne machen. Also, ich fasse mal zusammen. Es kommt mit einem 230 Volt Ladekabel, was als Notladekabel sogar ganz gut funktioniert, wenn man nur kurze Strecken fährt. Das heißt, also ich fahre zum Beispiel jeden Tag nur XYZ. Macht meine Frau so, die lädt so über Nacht so, ich sag mal, 200-300 Kilometer kannst du nachladen? Genau. Also du, über dieses, wie gesagt, ne, du hast eine Batterie, die knapp unter 100 kW liegt. Und wenn du jetzt aus der Steckdose 2,3 pro Stunde rausholst, das ist extrem wenig. Also du kannst es multiplizieren, das wäre dann, der wäre dann voll in 80 Stunden. Du kannst da genau das, was du jetzt sagst. Also du kannst das machen. Aber ehrlich gesagt, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Dafür ist die Batterie einfach zu groß. Ne? Für euch im Porsche ist das gar nicht schlecht. Man kann die einstecken hier, 230 Volt, kann sie vollladen über Nacht. Das kann ich den Ladestrom begrenzen? Geht das in? Geht auch, ja. Okay, ich sage, ich will nur 2 Ampere. Jetzt sag mal, kann ich den Strom wieder rausholen aus dem Auto? Das heißt, da gibt es so einige Anbieter, die bieten das an. Richtig, ist jetzt im Kommen, aber hier noch nicht integriert. Oh, aber gut, ist jetzt nicht das große Thema, aber wenn ich jetzt sage, ich will jetzt einen Batteriespeicher dienen zu Hause. Speicher, ja, genau. Dass ich die unten jetzt noch die Hilti anschließen kann im Wochenendhaus. Genau. Sehr schön. So, dann, was ist hier noch dabei? Also das Kabel haben wir eben schon gesehen. Ist Gleichstromkabel? Genau, also jetzt gucken wir mal rein, was hier noch dabei ist. Das ist, wir haben jetzt mal das normale Stromkabel. Also Schuko. Angeschlossen, genau. Also ganz normale Stecker, der hier in die unsere Bodensteckdose. Ich hoffe, sie funktionieren. Und du sagst 2,3 Kilowatt kriegst du damit ungefähr. Okay. So, und dann hast du. Oh, warte mal ganz kurz. Das ist jetzt ein 32
Ampere-Kabel? 32 Ampere. Also für, genau, es gibt einen 16er und einen 32er. Jetzt muss man dabei sagen, das hier hat man zu Hause weniger. Also normalerweise hat man das 16er Ampere. Ich habe einen 32er. Du hast es, sehr gut, okay. Ja. So, das ist 32. Das schon passen, genau. Dann kommt dieser Stecker in dein Ladegerät und dann verarbeitet der das. Und du kannst hier am Ladegerät dann sagen, ich habe es jetzt mal eben auf 100% eingestellt. Ach, das ist kommt ein, da gar kein Saft raus. Ein Multifunktionsladegerät. Das heißt, du kannst auch bis zu 32 Ampere reinschicken. Du kannst, genau, richtig. Also 22 kW kann es verarbeiten. So, nochmal, bitte mal zeigen, wie das geht. Ist da so ein, das ist nicht so schön. Ja, ist ja ganz neu. So, jetzt sieht es schöner aus. Ja. Sieht, also das kommt, das ist dabei, das 230 ist dabei. Volt? Genau, es gibt auch ein, das kannst du entscheiden, also das hier jetzt ist das Standardladegerät von Porsche. Ich drehe es mal gerade so ein bisschen, dass man es besser sieht. So, das ist das Standardladegerät und dann gibt es das Connect. Das Connect hat ein Display, ist zum Beispiel, wenn du zum Beispiel zu Hause viele Verbraucher hast, ja, und dann schließt den Taycan an und der zieht 11 oder 22 kW, je nachdem, was du zu Hause hast, ist es ja schlecht. Dann hast du vielleicht vom Hausstrom her oder gerade mit Solarpanel, dann gibt es aber von Porsche auch so einen Home-Energie-Manager und dafür brauchst du dann den Connect-Lader. Und wenn du dann zum Beispiel im Garten eine Party hast, hast die ganzen Lichter an, Musik an, dann sagt er, okay, an den Taycan schicke ich jetzt nicht 11, sondern nur 6 kW. Und wenn du alles runterfährst, geht ins Bett, dann sagt er, okay, jetzt ist hier genug, also schicke ich es an den Taycan. Das ist ziemlich intelligent, das ist ganz gut, gerade wenn man zu Hause einen Speicher hat oder eine Solaranlage. Dann sollte man sich den Connect-Lader holen. Bei dem hier kannst du nur sagen, 11, 22, je nachdem. Der macht das selber, der Connect. Der weiß also, wie viel Strom gerade... Genau. Der ist ein bisschen intelligenter sozusagen. Okay. So, dann bitte nochmal zeigen, wie das da jetzt angeschlossen wird. Also wenn du das jetzt mal gerade wegklickst, bitte einmal, dass die Leute es mal sehen. Das heißt, dieses Multifunktionsladegerät hat so ein... ich kann das entriegeln hier, oder? Richtig, jetzt haben wir... Hier leider schon die Schraube drin. Ist festgeschraubt, aber ja, das ziehe ich da raus. Okay, genau. Das würde ich einfach nur hochklappen, ziehe den Stecker raus. Und mach den da rein. So, dann schiebst du den Stecker, da ist jetzt hier vorne noch ein Schutz drauf. So, und dann habe ich bis zu, muss man gerade überlegen, das sind drei Phasen, 32 Ampere, also das heißt... 11, normalerweise hast du... 22. Genau, 11 kW zu Hause. Ja. Also diese 11 kW ist ja auch nur anmeldepflichtig. Ja. 22 kW muss erstmal das Dorf, die Stadt genehmigen. Aber dann wäre jetzt die Kiste in 4 Stunden voll. Bei 22 kW, das geht ratzfatz dann, ja. Ja, okay. Ja. Also wenn ich so ein 22 kW, viele haben ja, ich sag mal, entweder 11 oder 22 kW zu Hause, das lohnt sich auf jeden Fall. Das wären diese Wallboxen. Gleichstrom hat keiner zu Hause, oder? Nee, also diese Wallboxen, wie du, Gleichstrom hat keiner, aber zumindest mal nicht, wo fürs Auto freigegeben ist. Aber mit 11 kW, das ist ja ausreichend. Wenn du da um 10 Uhr abends ankommst, stöpselst du... Ist der morgens voll. Ist der bis 6 Uhr voll, ja. Also das ist... So, jetzt Gleichstromladen geht über welches Kabel? Also wenn ich jetzt eine Gleichstrom-Ladestation habe, über das andere? Die haben wir hier gar nicht, also auch hier drüber nicht, weil Gleichstrom hat die zwei Phasen unten drunter. Ja. Das ist ein Kabel, das muss wassergekühlt sein, also das geht hier gar nicht. Okay. Da wird ja das, ach, das ist immer fest dran? Das ist immer fest dran, genau. Okay, wunderbar. Gleichstrom, das heißt, ist immer fest integriert. Also Gleichstrom ist fest dran und du sagst, dass der Gleichstromanschluss ist auf der Beifahrerseite. Richtig, richtig, genau. Das können wir uns gerne gleich mal noch anschauen, wenn du magst. Also das ist die Wandhalterung? Genau, das ist einfach nur eine Wandhalterung. Da ist eine Pin, falls man so ein Gerät sichern möchte. Das ist der Halter, wo quasi der Stecker hier reinkommen kann. Der wird immer automatisch mitgeliefert. Also wenn ich jetzt so ein Auto kaufe und habe eine ganz normale Typ-2-Ladestation mit 11 kW, klappt das, kann ich es reinstecken, geht. Ja. Und das Kabel ist auch schon dabei. Genau. Oder ist das mitkonfigurierbar, das Kabel? Also hast du zu Hause, wenn du eine Wallbox hast, oder wie meinst du? Ich habe jetzt eine Wallbox zu Hause und habe aber kein Kabel dran. Genau, dann holst du das, was wir reingelegt haben. Okay, das ist dabei, oder? Richtig, das kannst du mitkaufen. Konfigurieren. Bestellen wir meistens mit. Das liegt so um die 300 Euro, aber das brauchst du. Ja. Das kann man sich nachher... Ist ja dein Original Porsche, muss man auch dazu sagen. Also viele wollen das ja aus einer Hand. Sag mal, die Leasingdauer bei dem Fahrzeug, was ist deine Erfahrung? Was machen die meisten Leute? Also am 48? Am interessantesten ist 36. 36 Monate. Laufleistung? Dann stimmt das so. 10. Oh nee, also ich sag mal, 10 hat keiner. Also meistens ist es 15 bis 20. Wir haben auch einen, der hat 30. Auch kommt super klar damit. Es ist immer, man muss ein bisschen offen sein dafür. Und wenn man das, glaube ich, ein paar Mal gemacht hat, dann ist das total easy. Und wenn man dann noch 2, 3 Tricks beachtet, kann man nachher mal drüber sprechen, ist das ganz interessant. So, dann lass das mal liegen hier, dass wir das mal später mal zeigen. So, dann gehen wir jetzt mal nach hinten rein. Du gehst mal bitte auf die linke hinter dem Beifahrersitz. Und vielleicht, da ist das möglich, den hier zu bewegen, aus der Position oder vom Beifahrer aus, den...
Nee, vom Fahrer aus den Beifahrersitz bewegen, geht das? Ja, das geht. Das geht, zeig mal. Also das heißt, du steigst vorne ein. So, jetzt will ich nämlich hinten rechts einsteigen, weil der Michael jetzt mein Chauffeur ist. Oder wir gehen hin und wechseln uns ab. Das heißt, du kannst dich da vorne einloggen. So, das Glasdach hat er noch drin. Ist er schon freigeschaltet hier eigentlich? Nein. Er ist jetzt noch in so einem Art Werkschlummermodus. So. Und da kannst du im Beifahrersitz, den kannst du dann. So, das machst du, ohne dass du nach rechts irgendwie runtergreifen musst. Und kannst ihn jetzt nach vorne fahren. Das ist praktisch. So, jetzt ist nämlich. Zeige ich mal gerade mal Stopp. So ist gut. So, jetzt kann ich hier bequem einsteigen. Ich bin 1,83. Die Kopffreiheit ist natürlich phänomenal mit dem Dach. Also, das ist schon, oder? Das ist auch wenn du es nicht hast, geht es ja hier hoch, aber. Sag mal, dieses Gefühl hier, du hast so einen Infinity-Look hier drin, da durch die Spiegelung, merkst du das? Ja. Das erweitert den Raum so massiv, dass du denkst, es hat gar kein Ende, oder? Ja, das stimmt. Ja. Obwohl alles sehr dunkel ist. Ne? Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Also, das ist ungefähr, wie ich das Ganze sehe im Moment. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich mach's mal nochmal anders, so ein bisschen. Mach mal, genau, das ist jetzt. Ja, es ist schön. Das gefällt mir. So, und jetzt komm mal zu mir. Auf die andere Seite. Und dann zeige ich mal gerade. Also, ihr sagt ja bei Porsche immer, dass die Kollegen, die hinten sitzen, so gut sitzen wie vorne. So kann man es schon sehen, oder? Also, er sitzt sehr bequem. Ne? Das muss man sagen. Du siehst auch hier jetzt, ich sag mal. Du hast jetzt nichts verändert vorne. Du warst vorne so, wie du saßt? Ja, minimal habe ich den Sitz nach vorne geholt. Aber wir können ja gleich mal vorne einsteigen. Du siehst ja, deiner ist viel weiter vorne. Also hier, so könnte ich jetzt vorne ohne Probleme fahren. Ja, das wäre schon meine Einstellung. Aber auch hier, wie du jetzt gerade sitzt, normalerweise sitzt du im Elektroauto eher angewinkelt. Weil das Problem ist, wir sind ja vorne vom Fußraum höher wie wir jetzt hier hinten. Da hat Porsche so eine Fußraumgarage entwickelt. Das heißt, da wo unsere Füße jetzt sind, ist der einzige Raum im Auto, wo keine Batterie liegt. Dafür haben wir aber einen sehr bequemen Sitz hier hinten. Ne? Ah, habe ich noch gar nicht probiert. Aber Bodenkopffreiheit finde ich natürlich gut. Du bist jetzt echt groß. Du sitzt jetzt gerade schön drin. Du hast eine Mittelarmlehne. Genau. So, mit Getränkehalter. Ist der vom Platz innen vergleichbar mit dem Panamera? Plus, minus? Oder was ist ja doch ein Sportwagen? Der hat. Panamera würde ich noch minimal mehr Platz geben, ja. Weil der halt ein anderes Konzept durch die Bodenplatte hat. Aber also mit 5 Mann wäre es jetzt eng hier drin, obwohl der 5 Aber 4 geht. 4 ist jetzt gar kein Problem. Ne? Okay, also doch eine Reiselimousine, würdest du sagen? Ja. Ja. Durchaus. Aber trotzdem die Gene Sportwagen. Es gibt ihn ja nicht nur als Zweisitzer, oder? Nein. Taycan aktuell immer Viersitzer. Jetzt wird der Macan E-Wert Ende des Jahres vorgestellt werden. Das ist dann das nächste Elektroauto von uns. Aber das hier ist ja unser rein elektrischer im Moment und der ist auf 100% Sportbasis. So, der kam vor 2 Jahren, glaube ich, der genau, Taycan. Ungefähr. So, jetzt guck mal hier unten. Warte, ich guck mal, ob ich das gut gefilmt kriege. Das ist jetzt ein digitales Display, das heißt eine 4-Zonen-Klima? Richtig, 4-Zonen-Klimaanlage. Wir können vorne und hinten dementsprechend separat das Ganze einstellen. Haben doch mal ein kleines Menü, wo du sagen kannst, wo soll die Luft rauskommen. Wie du auch siehst, es funktioniert sehr gut. Ne? Also das ist nicht, das kenne ich von einem Nobel-Modell aus eurem Konzern. Diese Version für irgendwelche Diplomaten, A8. Ja, okay. Die hatten das in der Mittelkonsole und das funktioniert richtig gut. Der Luftstrom ist ja spürbar, wenn du das nicht willst. Kann der ganz sanft sein? Genau, kannst du sagen, wenn du jetzt sagst, mir zieht es zu viel oder so, dann kannst du auch sagen, der Luftstrom soll eben sanft, mittel oder stark sein. Sitzheizung ist hier drüber programmierbar. Ne? Kann ich Soundsystem ändern? Nein, das geht über das Display nicht. Okay, also die Kids, kann man sperren, das Display? Das kannst du sperren. In dem Moment, wo ich die Scheiben sperre, ist auch das hier gesperrt. Ah, okay. Das heißt, die Kinder, dann, ja. Kinder spielen nicht den ganzen Tag. Genau. Isofix an den äußeren Sitzen? An den äußeren Sitzen hast du Isofix, genau. Schon. So, also das ist soweit hin zu sagen. Die Schalensitze kriege ich die auch hinten vom Komfort her. Das heißt, wenn ich nicht den Fünfsitzer nehme, oder? Richtig, also wenn jetzt hier in der Mitte, musst du dir vorstellen, ich klappe das da mal hoch, wäre jetzt normalerweise eine Kunststoffeinlage und dann ist der Sitz hier minimal ausgeprägter. Aber du siehst ja schon, das ist ja ein einzelner Sitz, auf dem wir sitzen. Ne? Aber das ist nicht 9-11er Notsitz. Hier, bist jetzt hier einen Meter. Nein. Das ist schon richtig groß, oder? Ja, genau. Also wir haben beide noch, wenn wir nochmal sitzen, haben wir in dem Bereich beide noch Kopffreiheit. Ja, so Fahrdienste habt ihr auch schon gehabt, so Edelfahrdienste, die gesagt haben, wir nehmen den, weil er geil ist, oder? Weniger. Fahren die Leute selber, oder ist schon mal Chauffeur dabei? Nee.
auch nicht. Fahren selber. Ja. Sind noch rüstig genug. Genau. Sag mal, wenn wir hier sowas filmen, und das ist ja ein Traum auch für junge Leute, ja. Habt ihr viele junge Kunden auch? Also die Marke ist natürlich wahnsinnig jung geworden. Der Durchschnitt ist der Altersdurchschnitt gesunken durch die ganzen Modelle, die wir mittlerweile haben. Das ist ja auch das Schöne, auch mit den Taycan. Ja, aber es geht ja auch ums Geld. Also dass jemand sagt, okay, ich kann mir das nicht leisten und so weiter. Aber es gibt viele, die sparen da wirklich unglaublich drauf hin und sagen, das ist mein Traum. Was heißt sparen? Also dafür gibt es das Leasing, dass du sagen kannst, du gehst für 3 Jahre einen Vertrag oder für 4 Jahre, für 2 Jahre, wie auch immer ein, nutzt das Auto über die Zeit, ist ja wie ein Mietvertrag und in dem Moment ist schon die Möglichkeit da. Ne? Muss ich das Auto abgeben danach oder kann ich das übernehmen? Die Bank kann auch ein Kaufangebot erstellen dementsprechend. Das wird dann aber erst am Leasingende nochmal von der Bank aus frei. Die Leasingkonditionen, haben die sich maßgeblich verändert jetzt auch durch die leichten Preissteigerungen oder ist das minimal? Wie alle Zinsen sind auch bei Porsche die Zinsen dementsprechend hochgegangen. Das Geld wird teurer eingekauft, dann wird es auch teurer verzinst dementsprechend. Aber beim Taycan haben wir immer noch einer der wenigen Porsche-Modelle, wo es ein Sonderleasing gibt, um das Auto wahnsinnig interessant auch gegenüber Mitbewerbern da stehen zu lassen. Und das wird sehr gern angenommen. Sitzheizung hinten? Ja. Eher Serie oder? Hab ich hier angemacht. Optional. Merkst du? Ja, ich merk's. Ja. Popo Wärmer. Optional. Optional. Okay, genau. Das heißt, ich kriege hier alles bei dem Auto, nehme ich an. Der ist sogar, guck mal hier, durchlackiert, sogar innen. Ja, bitte. War Spaß. Natürlich. Ja, der. So. Granate. Dass wir das mal gucken. Dann aber schön, auch hier nochmal, sage ich mal. Was du hier Alcantara, oben siehst, oder? Genau, Racetex. Der Dachhimmel beim Turbo S immer in dem, also kein Stoff. Normalerweise ist es aber ein dunkler Stoff, also immer schon basistechnisch absolut hochwertig. Die Scheibentönung kann ich hier wählen? Genau. Ich kann alles wählen. Also du kannst sie wählen, ob sie getönt sind oder klar. Aber ich kann nicht sagen, nur ein bisschen? Nee. Nee. Also okay. die Scheibentönung ist vorgegeben. Wir haben jetzt eine normale Tönung drin. Du kannst dann wählen zwischen der Geräusch- und Wärmeschutzverglasung noch zusätzlich. Die will ich haben, das ist geil. Hatte ich mal beim T6 als Option dazu gewählt. Dann hörst du ja gar nichts mehr, oder? Nee, da hörst du nichts mehr. Der ist aber so schon leise. Ich wollte sagen, das ist immer so ein Thema, wo ich sage, ich bin jetzt immer jemand, offen gesprochen, auch immer so ein bisschen Sicherheit. Und wenn alles um dich mit Folien bestückt ist, dann hast du auch immer ein Problem, falls was wäre. Sag mal, du kannst ja bei dem Auto nicht sagen, einmal bitte alles oder geht das? Wie meinst du, von der Ausstattung? Ja, doch, natürlich. Dass das überall ein Kreuz geht? Ja, das geht schon. Ist das hier fast? Das haben wir hier fast erreicht, würde ich behaupten, ja. Sehr schön. Also, wir steigen mal vorne ein. Ja. Das Geniale ist, ich komme sogar wieder hier raus, obwohl ich beide Hände voll habe. Ja, am besten hinten auch mal zu, dass wir mal die Geräusche mal hören. So, wir lassen die Ladekabel am besten mal kurz mal draußen. Das machen wir gleich. Ja, machen wir gleich. Okay, dann steigen wir mal ein. Jetzt gehen hier, die Griffe gehen so ein bisschen hoch. Das sieht cool aus. Oh, danke. Doch, ein bisschen Chauffeur ist noch, oder? So bist du. Hier habe ich übrigens meinen allerersten Porsche von euch übernommen. Also der stand hier. Ja, okay. Ich bin da rausgefahren. Ja. Ich habe mittlerweile mehrere Tore, gell? 2 haben wir, ja. Zumindest mal 2, wo die durchpassen. Ne? Ja, so. Das werden ja auch. Wenn du mal kurz mal mit mir mitkommst, das ist beleuchtet Serie? Nein, das ist eine Einstiegsleiste, in dem Fall jetzt Carbon gewählt, die dann den Schriftzug. Da könntest du aber auch individuell gestalten. Also wenn du Susi. German Television draufschreiben willst? Nee, lieber nicht. Aber der, ist das Ihr Fahrzeug? Fragte der Finanzbeamte. Und sagte, nein, ist nicht meiner. Und dann ist das auch so, dass ein Logo hier hingeworfen wird? Hier bei dem? Wir haben den Porsche-Schriftzug. Wo kommt der raus? Das ist durch dieses Lichtpaket. Ist hier unten drunter auch eine LED. Da ist er. Und dann hast du den Schriftzug. Oh, wie goldig. Das ist meiner Frau nämlich mal aufgefallen. Ein Fahrzeug aus dem VW-Konzern hat das auch gehabt und die hat das nicht mitbestellt. Die wusste gar nicht, was dabei ist und hat sich gefreut. Okay. Hat sie gesagt, oh, das ist aber schön. So, und dann, aber hat eine praktische Funktion. Es beleuchtet, nachts ist schon deutlich, oder? Ja, es ist deutlich zu sehen und es ist schick. Schön. Und dann, Mittelkonsole ist fliegend, denn du hast hier, du fährst aber nicht bei Wire, oder? Das heißt, die Lenkung ist noch verbunden vorne? Also die ist auch schon Elektronik mittlerweile. Auch schon elektronisch? Ja, natürlich. Die ist auch elektronisch mittlerweile. Die Konsole, was du jetzt da auch siehst, das ist Serie. Also da kannst du nichts wählen.
So, die ist aber fliegen, das heißt, du hast unten drunter noch Platz. Dann die Materialien, Leder. Hier ist jetzt die Volllederausstattung. Du siehst das an der Ziernaht seitlich, die da vorbeigeht, die auch oben übers Cockpit läuft. Die läuft einmal quasi ums ganze Fahrzeug. Kann ich die Naht wählen, Farbe? Kannst du auch wählen, genau. Wir haben sie jetzt schwarz gelassen. Gibt sämtliche Möglichkeiten des Fahrtens. Ja. Und, so, dann der Sitz, das ist der maximale Sitz? Genau, das ist der 18-Wege-Sitz. 18 Wege bedeutet, du kannst den Sitz generell anheben. Du kannst auch nur den vorderen Teil anheben oder absenken. Speichern auch. Genau. Der Fahrer kann den Beifahrer komplett einstellen, richtig? Du kannst den Sitz einstellen. Du kannst sagen, Sitz vor, zurück, hoch, runter. Mhm. Das ist auch ganz praktisch, weil wenn man, je nachdem, wer da gesessen hat, hat sich nach vorne geschoben oder nach hinten. Brauchst also halt mein Opa zum Beispiel, der hätte die Schalter gar nicht gefunden. Ganz unten. Und so weiter. Aber wenn du noch nie in dem Auto gesessen hast und da kommt einer rein, das heißt, ich kann die wichtigsten Funktionen, Sitzneigung auch, kann ich einstellen? Sitzneigung kannst du einstellen. Auch von der Fahrerseite aus? Ja. Okay. Ja. Gut. Die Farbe nochmal, Name von der Farbe? Von der Außenfarbe? Ja, Außenfarbe. Das ist jetzt, wie gesagt, die Sonderlackierung und die nennt sich... Warte, ich zeig mal gerade, wo das abliest. Guck mal her. Das ist... Die heißt? Smiralgrün. Smiralgrün. Also ich finde, ihr seid ja so lebensfroh. Wir haben ein Video gemacht übrigens über das Auto hier. Könnt ihr euch mal angucken. Ja, die Farbe heißt? Ultraviolett. Ultraviolett. So, und jetzt darfst du mich mal bitte ganz zurückfahren. Genau. Denn ich brauche maximalen Platz jetzt. Da vorne ist unser Feuerlöscher. Und so. Okay, ich steige mal ein. Dann zeige ich euch mal, wenn ich gerade dabei bin, die Tür, die wir jetzt mal schließen werden. Denn so, bitte mal das Radio ausmachen. Die Lüftung, die ist ganz leise. So ist es. Aber du hörst von draußen nichts mehr. Nee, das ist richtig. So, ich mach mal jetzt mal eins, ich mach mal das Licht aus. Dann ist zwar dein schönes Antlitz weg, aber... Dann sehen wir das hier ein bisschen besser, ne? So, das stellt sich automatisch ein, die Helligkeit, oder? Genau, ja. Also die Helligkeit passt sich automatisch an. Du hast jetzt hier, wir haben jetzt hier drei Displays. Das Beifahrerdisplay. Ich muss mal zählen. Das stimmt gar nicht. Du hast mich angelogen. Okay. Du hast vier, also für mich sind es vier Displays. Ja. Ich guck mal gerade hier. Das ist Option, Beifahrer. So, genau. Dann zähle ich mal. Eins, zwei, Serie zwei, drei, Konsole drei, vier. Und du hast das hinten noch fünf. Genau, hast recht, fünf Displays, ja. Gut, die kosten dann immer viel. Gibt ja heute die Tablets Amazon 69 Euro. Aber das hier ist so gestochen scharf. Ja. Das ist so geil. Es spiegelt überhaupt nicht, oder? Nee. Spiegelt da irgendwas? Nö. Also das ist hyper entspiegelt, oder? Richtig. Also da kann auch die Sonne drauf scheinen dementsprechend. Dafür ist es ja gemacht, ne? dass da eben nichts passiert. Ich zeige euch das mal gerade. Also die Kamera ist so gemein, die spiegelt sogar, wenn es in echt nicht spiegelt. Aber hier spiegelt auch so gut wie nichts. Und in echt spiegelt hier gar nichts. Gar nichts, ne? Aber die Kamera, die hat so eine Eigenart, die guckt nicht wie das menschliche Auge. Das heißt, wenn ich jetzt weiter weggehe, hast du gar kein Spiegeln. Du kannst auch keinen Punkt, gut, das ist ja heute bei den Handys ganz normal, aber es fühlt sich an wie Papier. Das ist, also ja. Es fühlt sich nicht an wie ein Display. Nee, auch wenn du sagst, es spiegelt nichts, das ist für den Hersteller ja das Wichtigste, das A und das O. Auch gerade hier vorne, wenn du da drüber guckst, wir haben hier ein Leder drauf, wir haben teilweise Kunststoffmaterialien. Und ach so, das ist auch ein Spiegel. Ja. Auch, na, das ist, ja, aber da fährst du mit vielen Autos, wo du denkst, oh, Wahnsinn, ne? Die haben dann irgendwas Helles eingebaut und da kannst du gar nicht mehr fahren, nee, wenn die Sonne fährt. Das ist... ganz wichtig, auch teilweise hier in der Fahrer- oder Beifahrerscheibe, dass sich von hier was spiegelt. Also da wird schon extrem drauf geachtet, dass du dadurch nichts abgelenkt wirst. Ne? So, also lass mal gucken. Also das ist jetzt ein Display. Wahrscheinlich kann ich die alle frei belegen, die beiden hier. Genau, also die Displays sind einstellbar. Der hier ist jetzt eigentlich fest vorkonfiguriert. Da gibt es nur einen Monitor, den du gleich frei belegen kannst. Und der Beifahrer, das Beifahrerdisplay, da ist jetzt ein Punkt mehr drauf. Das nennt sich Cockpit. Da hättest du immer so ein bisschen die Möglichkeit zu schauen, wie schnell fahre ich. Ist manchmal auch schlechter. Also wie beim Modus, ne? Wie beim Boeing 747. Genau. Kann ich, können alle gucken, wo fliegen wir denn noch hin? Kann der Beifahrer sagen, nicht so schnell, genau. Oder fahren wir schneller. Ist uns ein Running Gag, wenn ich fliege, frage ich immer meinen Beisitzer, frage ich immer, na, wo fliegen Sie denn hin? Ist lustig, oder? Hast du verstanden? Ich hab's noch nicht probiert. Ich hab's verstanden, ja, aber wie ist denn die Reaktion?
die Reaktion ist ja, die sagen ja, ja nach Frankfurt zunächst. Also hat er es erstmal nicht verstanden. Ja, der hat es nicht verstanden. Der antwortet erstmal, ganz krass ist, wenn du im Supermarkt bist, hast du das mal probiert? Und die haben jetzt alle Preisschilder, keine Preisschilder, Namensschilder an. Ja. Und du sprichst sie mit Vornamen an. Ja. Hallo Silvia, und da guckt die dich an. Woher kenne ich den nochmal? Ne? Woher kenne ich den? Und dann sag ich immer, ja, ist noch ich freundlich, ne? Muss noch freundlich. Das ist so. Ist das so, ihr seid unglaublich nahbar? Also ich meine, das ist jetzt nicht so gespielt. Alle Kollegen sind gar nicht so etepetete oder ich war jetzt auf der Yacht, auf der Boot, hast du ja gesehen, viele Bootvideos gedreht. Ja, das ist auch mega, ja. Da sind ja auch ganz normal, aber man hat da erstmal so ein bisschen Ehrfurcht, wenn ich hier so ein Porsche-Zentrum betrete. Aber da braucht man nicht zu haben. Also auch nur mal gucken mit dem Sohn, da freut ihr euch drauf, oder? Ja, natürlich, ja. Ja, natürlich, jeder ist herzlich willkommen. Wir sind voll normal, wie unsere Kunden auch. Also von daher alles im grünen Bereich. Ja, ja, ich sag nur, also ruhig mal vorbeikommen, du musst hier keine Marke ziehen. Nein, oder nein, um Gottes Willen. Okay. Gottes Willen. Das ist cool. Ja. Und es ist ja so ein Wunsch, einen Porsche zu kaufen, der kann ja auch reifen. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, jo, habe ich jetzt mal ein paar Sachen. Ich habe auch gehört, viele sind von anderen Elektroautos wieder zurück zu euch. Ja. Das ist was sehr Schönes. Ja, da gab es auch einen Bericht, ich glaube, in der Autobild, ja, der ein anderes Fahrzeug abgestellt hat und froh war, ein Porsche zu fahren, ja, weil ganz viele Dinge doch anders sind. Genau. Die meisten sagen, das Fahrwerk ist so entscheidend anders. Also wie das Ding auf der Straße liegt, das ist so brachial. Ja. Also für Porsche-Verhältnisse sind wir hier schon sehr, sehr innovativ unterwegs. Bei uns ist ja immer diese Tradition und Innovation ein ganz großes Thema. Aber hier hat Porsche sich jetzt entschieden, alles innovativ zu gestalten, also wirklich alles mit Displays auszustatten. Und trotzdem ist es Porsche gelungen, dass wir sagen, wir sitzen in einem Auto. Weil wenn du dich in andere Elektroautos reinsetzt, egal wie die alle heißen, da dominiert ein Display in der Mitte. Hier vorne was ganz Kleines, ein Lenkrad, natürlich, das hast du auch noch, die sehen teilweise auch immer anders aus, aber hier sitzt du in einem hundertprozentigen Auto, was dennoch sehr, sage ich mal gerade vom Innovativen, von dem Bildschirm her und so, gut gestaltet ist, nicht übertrieben jetzt. Also was ich krass immer finde bei Porsche, ist der Schulungsaufwand bei jedem neuen Auto für die Techniker. Weil die müssen das Ding ja im Zweifel auch zerlegen können. Ja. Und ihr habt es geschafft, eine Fertigungsqualität hinzukriegen, die so erhaben ist. Also ich will jetzt nichts über andere sagen, aber da wird oft über Spaltmaße, mangelnde Verarbeitung, ungenaue, unsauber. Das ist bei euch ein Reklamationsgrund. Also wenn irgendwo irgendwas, das muss perfekt sein, ja, oder? Ja, also wir haben ja viele Zulieferer hier im Saarland und ich sag mal, das ist schon diese... Also guck mal hier diese Spaltmaße. Genau. Und diese Anforderungen an die Produkte, an die Qualität, also dass hier oben auch keine Fehler oder solche Sachen drin sind, da legt Porsche ganz großen Wert. Und da wird jedes Auto, jedes einzelne Auto... Auch der unter 100.000 oder wird der billiger gebaut? Jeder einzelne Porsche geht am Ende in eine Abnahme rein. Ja. Teilweise die SUVs sogar noch in Leipzig einen kurzen Parcours auf der Rennstrecke, um zu gucken, passen die Fahrwerke, gibt es keine Geräusche, solche Sachen. Aber auch in Zuffenhausen, jeder einzelne Porsche wird von einem Mitarbeiter von A bis Z kontrolliert. Da werden die Lack, ob es keinen Lackfehler gibt, ob im Innenraum alles in Ordnung ist, so wie es sein sollte. Und das zeichnet die Marke aus. Das heißt, ihr habt wenig Nacharbeitung hier, wenn die kommen? Ja. Ja. Das ist ja auch so. Also ich kriege es ja immer live mit, weil die Anlieferungszone ist bei uns vorm genau. Sender, ja, wenn es da ist. Ja, gehen wir mal auf das Thema. Ich mache nochmal aus. Denn eigentlich wollten wir das Video drehen über, wie bediene ich den neuen Porsche Taycan. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen mal im Jahr 2023 einen Gesamtabwasch, ja, und zeigen mal das ganze Auto. Genau. Fäng nochmal an bei den Sitzen. Was ist denn das jetzt hier für ein Sitz? Wie heißt der? Also das ist der Sportsitz Plus von Porsche. Plus immer zu erkennen an dieser Schulter. An dieser Schulterunterstützung, die wirklich perfekt auch nochmal den oberen Körper hält. Aufpreis? Was kostet er? Das ist der 18-Wegesitz, den kriegst du dann immer nur in dem Verhältnis. Der liegt so um die 2.600 bis 3.000 Euro. Ist das eine Sache, da würdest du sagen, so, den vielleicht mit reinmachen schon? Ja, ja. Also es gibt den Komfortsitz, der ist auch standardmäßig drin. Den kannst du dann in 14 Wegen verstellen. Das sind Lordosen, elektrisch auch. Genau, da sind Lordosenstütze dabei. Der kommt, ist schon dabei, Sachen. Ohne Aufpreis. Die Lordosenstütze musst du separat dazu kaufen. Kostet. Also du musst den aus 8 in 14 Wege wandeln. Der Sitz liegt so um die 1.400 Euro. Ah, okay. Ja? Aber ich sag mal, das Sitzgefühl, das ist wirklich das Wichtigste im Auto. Da ist der Basissitz schon sehr gut und trotzdem ist der hier nochmal um Welten überlegen. Und deswegen sage ich immer, der Sitz und das, was du in der Hand hast, das Lenkrad,
das sollte eigentlich passen, weil das drumherum, da kannst du Spielereien einbauen. Manches ist ja elektronisch, wenn du jetzt sagst, Mensch, brauche ich, gehen wir gerade auf die Assistenzsysteme. Ich mache mal gerade den Weitwinkel raus, dann kann ich das viel besser zeigen. Und mach mal das Licht aus, dass wir das mal ein bisschen sehen. Also das sind die Assistenzsysteme? Genau, das sind jetzt die Assistenzsysteme. Wenn da jetzt einer sagt, ich brauche aber den Spurhalteassistent nicht oder möchte den Spurhalteassistent generell nicht, dann kann man ja weglassen. Das sind so Sachen, wo ich sage, da musst du im Alltag wissen, nutzt du es oder nutzt es nicht. Aber so Sachen wie Lenkrad und das ist unwahrscheinlich wichtig. Ihr habt die Kameraqualität verbessert. Das ist ja ganz scharf jetzt, oder? Ja, auch die hat sich nochmal um ein gutes Stück verbessert. Er hat auch diesen Parkassistent drin, das heißt, du kannst wirklich... Das ist ja blöd, das Auto ist ja grün, das hier ist weiß. Ja, es hat geschneit, deswegen, wir drehen ja im Winter. Ist immer weiß, oder? Das Bild ist immer weiß, genau. Okay. Ist aber auch gut so, weil... Aber das ist das Live-Bild, was wir gerade sehen. Das ist das Live-Bild um uns rum. Nochmal, das ist wirklich live, das ist jetzt keine Animation. Wenn jetzt hier die Kollegin vorbeilaufen würde... Ja, klar, du siehst ja, unser Ladezubehör ist hinten, wir können ja mal schauen, in Richtung Empfang. Warte mal, ich mache mal gerade einen Test. Da müssen wir gerade. Hast du mal gerade die Möglichkeit, Frau Aikolino, wenn du mal gerade zu mir kommst, bitte sei mal so lieb, wir testen mal ganz kurz. Ich will dich nicht filmen, ich will nur sehen, wie du auftauchst neben dem Auto. Ist das möglich? Einfach nur mal hier mal vorbeigehen. Oder eine Kollegin, ist egal, irgendeiner. Das, ja, genau. Ist nicht drauf, ist nur auf dem Bildschirm. So, ich guck mal gerade, das heißt, sie kommt jetzt. Genau, und dann mal gucken, auf welche Position wir am besten gehen. Aber und sie kommt jetzt von der Seite und ich sehe das Hindernis an der Seite. Genau, sie geht jetzt hinterm Auto vorbei. Kommt am Auto vorbei. Genau, jetzt könnten wir auf eine... So, geht jetzt ums Auto rum. Jetzt gehen wir mal so, dass wir sie nach vorne, dass wir sie dort sehen. Ich kann auch von oben gucken, kann ich auch. Hier nochmal. Aufs Auto? Wir können auch, da müssen wir mal gerade schauen, welche Position. Vielen Dank, Dankeschön. Da siehst du es jetzt noch. Ne? Gut, so. Das ist jetzt die klassische Rückfahrkamera. Ne? Das heißt, ich kann eigentlich mit etwas Umsicht hier nicht anstoßen. Warnt er mich, hat er auch Piepser? Ja, hat er auch. Ne? Die hat er auch. Genau. So, das heißt, das sehe ich hier. Das ist natürlich hier drin jetzt ein bisschen vom Kontrast her, aber das ist schön eigentlich zu gucken. Auch nachts klappt das ganz gut. Ich habe keine Beleuchtung, die ich zuschalten kann, wie beim Wohnmobil, oder? Nee. Meistens ist es ja so, wenn du rückwärts fährst, klar, Lampe hast du nicht, aber durch die Rückfahrscheinwerfer wird schon ordentlich heller. Okay, Basisassistenz ist aktiv. Basisassistenz, das ist jetzt das Thema, dass wir sagen, wir haben vorne ein Radarsystem. Sollte da jemand bremsen, sollte da jemand über die Straße laufen und du gehst keinen Millimeter vom Gas runter, dann ist das für das Auto ein Zeichen, jetzt muss ich was machen. Ja, und gibt zuerst mal einen Signalton weg und wenn du dann immer noch nicht reagierst, dann bremst du natürlich auch. Nochmal, ich kann theoretisch nicht gegen den Nachbar fahren, der Wagen bremst. Ja. Wenn ich rückwärts im Globus, das kennst du ja, beide parken gleichzeitig aus. Ja. Kennst du das? Richtig. Sehr nett. Das ist bremst. Richtig, das ist der Rangierassistent, der hilft dir dort auch nochmal. Manövrierassistent, ne? So, der ist dafür zuständig, wenn der ausfährt, sagt er schon Vorsicht. Okay, verstehe. Kreuzungsassistent, was ist das? Kreuzungsassistent ist, wenn du zum Beispiel an der Ampel fährst und solltest nach vorne fahren und der merkt, oh, von links kommt jemand, der bremst aber nicht und fährt nicht langsam, sondern der wird durchfahren, dann wird er bei dir auch bremsen. Gibt es eine Funktion, wenn ich drauf klicke, die mir das erklärt? Gibt es ein Online-Handbuch? Es gibt ein Online-Handbuch, es gibt natürlich das Bedienungsbuch. Und, wie? Sag mal, wo ist das? Da müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch mal suchen, wo wir unser Buch versteckt haben hier, die Betriebsanleitung. Guck mal, da ist eine Anleitung. Aber es ist intuitiv, also das war jetzt spontan. Ja. Kommen die Leute damit klar oder je nachdem? Ja, schon. Also das sind ja alles so Sachen, wo wir auch bei Auslieferung erklären. Die Auslieferung ist ganz wichtig, da sollte man sich auch Zeit mitnehmen oder Zeit mitbringen, dass wir da in aller Ruhe über alles sprechen können. Mach mal auf bitte, irgendwas mal. Kapitelübersicht oder sowas, hier fahren, Fahrassistenz, Fronthaube entriegeln und öffnen. Da ist ein Video dabei. Sind auch dabei, natürlich, ja. Im Video? Ich hoffe, wir haben jetzt hier drin vom Empfang her so, dass wir es sehen. Ach, der erklärt im Video, wie es geht. Mach mal leiser, sonst kriege ich ein Problem mit dem Ton. Genau. Das, der zeigt dir nochmal, welche Möglichkeiten du hast. Und jetzt können wir hingehen und können parallel das machen, was er macht hier vorne. Also wir können dann auch hier nochmal gucken, funktioniert das gerade so oder nicht. Ne? Er sagt jetzt, entweder über den Schlüssel kann man es öffnen.
oder über das Display, das war kurz davor. Oder, was er jetzt auch machen wird, ist, er streichelt über den Deckel und dann springt er auch auf. Die drei Möglichkeiten haben wir nämlich, wenn er es keyless hat, dann springt er auch dann auf. Also es gibt jetzt keinen Grund mehr, dass, wenn ich das Auto nach 3 Jahren abgebe, du sagst, haben Sie das schon mal ausprobiert mit dem Streicheln? Der Kunde sagt, hat mir keiner erklärt. Der Kunde kann selber gucken. Der Kunde kann selber schauen, das muss er aber erst mal wissen. Und deswegen sage ich immer, wir weisen mal drauf hin. Aber in einer Stunde kriegst du das ja nicht erklärt, das Auto. Also wir gehen, das Gröbste gehen wir durch. Mittlerweile beim Taycan machen wir eine Zweitauslieferung, weil das ist, wie du sagst, sonst viel zu viel Input. Ne? Ja. Und bei einer Zweitauslieferung geht man dann noch meistens mal auf das Thema Laden ein, weil dann kommen auch schon die ersten Fragen und dann kann man die ganz gut lösen. So, jetzt sind ja durch die Videos, haben wir ja doch ein Stein im Brett bei vielen bundesweit, merkst du das so ein bisschen, die dann sagen, haben wir mal ganz gut erklärt. Ja. Also das mit der Anleitung, mit den Videos, die landen aber nicht alle bei dir und kaufen, oder? Nein, also man muss sagen, viele ja. Also das ist wirklich schön. Man sieht auch nochmal, was ist, wenn irgendwas angezeigt wird, was soll man machen. Und Du brauchst kein Handbuch mehr eigentlich, oder? Nee, das ist aber mittlerweile durch die Displays, die keine analogen mehr, sondern alle digital, die ganzen Displays, die digital sind, die zeigen dir alles an. Ne? Aber wie du eben sagst, also es sind ganz viele, die anrufen und auch trotzdem viele, die durch die Videos kaufen hier vor Ort. Ne? Okay, schon. Also dem auch so ein kleines bisschen, das fing ja an vor 7, 8 Jahren, dass das extrem digitalisiert wurde bei euch in den Autos. Ja. Und da hatte ich mit einem Apotheker aus St. Ingbert gesprochen, der aufgrund unseres Videos gesagt hat, jo, hab mir das angeguckt, ist ja gar nicht so schwer, weil die alle ein bisschen Bammel hatten. Ja, genau. Ist ja jetzt so, das voll digitale Display war ja immer Teil analog noch. Richtig. Im Elva glaube ich immer noch, oder? Im Elva ist es immer noch ein Teil analog. Ne? Also du kannst mittlerweile sagen, ich möchte meine Karte da drin haben. Ich mache mal gerade Licht aus, dass man die mal besser sieht. So, dann wird es heller. Du kannst auch die erweiterte Karte, dann wird die ganz groß dargestellt. Das sind alles mittlerweile so Sachen, wo du und alles bedienst du. Aber das ist das Gute, finde ich, bei uns. Du hast ein Rädchen, du kannst hoch und runter. Warte, ich mach mal gerade nochmal Licht an. Dann sieht man es ein bisschen besser. Da, ja, da ist das Rädchen. Genau, du hast ein Rädchen, da kannst du dann die verschiedenen Sachen wählen. Es ist jetzt die Mitte gelb hinterlegt. Dann springt er einmal rüber, dann könnten wir hier noch was anderes wählen. Wollen wir ein Fahrmodus, Sport-Krone-Paket, wie auch immer. Und wir können ganz nach links gehen und da sehen wir dann so Sachen wie Assistenz, die Verkehrszeichen können wir uns groß da reinholen. Das wird alles nur über diese Sachen hier belegt. Und es gibt ja auch, wir haben ja auch andere Autos hier in der Gruppe, Da ist das teilweise zu viel. Ne? Und deswegen, also ich habe auch selbst schon innerhalb der kleineren Fahrzeuge, also wenn du da mal guckst, mal ein Beispiel VW, Cupra, Bedienung ganz anders. Ja. Jeder hat sein eigenes Konzept. Ja. Aber du sagst, das Porsche-Konzept, da gibt es ja Leute, die nichts anderes machen als die Benutzeroberfläche. Soll immer einfacher werden. Genau. Soll immer einfacher werden. Mit weniger Klicks dahin kommen, wo du hin magst. Ne? Die wichtigsten Sachen habt ihr auf Festtasten gelegt. Richtig. Denn das haben viele Leute gesagt, ich vermisse die Tasten. Und das gibt es bei euch nicht, sondern ihr habt Tasten immer noch. Genau. Zeig mal bitte. Genau, wir haben die seitlichen Tasten, die gehen per Touch. Das heißt, wir können einmal die Traktionskontrolle ausschalten. Wir können die Dämpfer aktivieren. Wenn wir zweimal machen, dann geht er direkt in Sport Plus. Das sehen wir also hier schon. Also die Höhe-Ansprechverhalten der Luftfederung. Genau, das ist jetzt das PASM-System quasi, was dein Auto komfortabel oder extrem bei Bodenwellen starr da stehen lässt. Ah, das heißt aber auch, ich kann die Höhe bestimmen und ich kann das Durchflussverhalten des Öls zum Beispiel bestimmen. Je nachdem, ob das Luft oder Öl ist oder Luft, was weiß ich. Genau, in dem Fall. Ja. Fahrwerksniveau können wir hier immer, das ist ganz interessant. Wir können jetzt zum Beispiel mal auf Lift gehen. Ja, so, das war jetzt hier mit der Taste, hast du gemacht? Richtig. Ah, das ist eine wichtige Funktion, Parkhaus zum Beispiel? Genau. Im Parkhaus zum Beispiel, dann holt er dich in Lift-Format und jetzt ist das da, es war ganz interessant, was da jetzt gestanden hat, ob du die Position speichern willst. Und wenn du das hast und du sagst ja, kommst du immer, wenn du an diese Position kommst, fährt dein Auto hoch. Das ist ganz cool. Also Lift, das sind jetzt nicht nur ein Zentimeter, das ist richtig viel, oder? Das wird jetzt außen auch richtig was ausmachen, der ist jetzt richtig hochgebockt. Ne? Mhm. So, jetzt kann ich ins Parkhaus fahren. Jetzt kannst du richtig auch Hürden überwinden, ne? Gott, sehr schön. Allrad habe ich sowieso. Ja, ja. Okay. Hat der Taycan immer bis auf den Basis, das ist ein Heckgetriebener, aber ansonsten ist der Taycan immer Allrad. Ne? Warte mal, ich gehe mal ganz kurz durch. Du hast mir erzählt, was die Leute unglaublich toll finden, ist, dass der Beifahrer mit dem extra Display
viele Funktionen hat, die auch nutzen kann, sehr, sehr aktiv. Warum sollte man das zweite Display kaufen? Was sind das für Anforderungen? Weil es schön ist? Also natürlich, viele holen es erstmal, weil es, wie du gerade gesagt hast, eine schöne Spielerei ist. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, wenn du jetzt als Fahrer oder du fährst oft zu zweit, wenn du jetzt als Fahrer unterwegs bist, kannst du dich aufs Wesentliche konzentrieren. Wir haben zwar eine Spracheingabe, die wir nutzen können, aber auch der Beifahrer kann... Ach, der kann das Navi einstellen. Genau, der kann jetzt auch sagen, holen wir mal zum Beispiel uns hier im Rotfeld. Feld. Genau. Du hast gesagt, Rot-Wild. Rot-Wild? Mhm. Nein. Bist du Jäger? Nee. So, im Rotfeld 19, da sage ich, wir geben nur Straße und Hausnummer ein. Das ist auch so ein kleiner Trick. Nicht immer mit der Stadt anfangen oder mit dem Dorf, weil da musst du alles eingeben. Straße und Hausnummer, dann sucht er automatisch, wo gibt es denn das überall im Rotfeld? Und das nächste wahrscheinlich zuerst? Genau, wir holen das jetzt hier bei uns. So, und jetzt ist das dort eingegeben. Und wenn wir jetzt bei uns auf die Karte gehen, die sehen wir genau das Gleiche. Das heißt also, wir könnten dann, hier kann eingestellt werden, hier können wir es übernehmen. So, und drüben kannst du auch nochmal einblenden. Hier könnte ich es jetzt auch nochmal einblenden. Haben wir gerade alle drei. Genau, mal eine erweiterte Karte, dann ja, haben wir es ganz groß. Dreimal drin? Jetzt haben wir es dreimal. Hinten auch? Nein. Gut. Hinten ist immer noch die Temperatur. Mach mal Spracheingabe, sag mal, bring mich zum Medien Saarland GmbH. Ziel eingeben. Wohin möchten Sie gerne fahren? Medien Saarland, Saarbrücken. Bitte wiederholen Sie die Eingabe. Medien Saarland. Ja. Medienzentrum in Trier. Möchten Sie die Zielführung starten? Das ist gemein. Was, warum? Ja, die Thematik ist, warte mal, du hast doch auch das Thema, dass wir das Auto... Ist es noch im Testmodus? Ich kann nicht auf online zugreifen, aber wir gehen mal gerade... Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Ah, so, nochmal. Vielleicht zur Erklärung, der ist gerade im Testmodus, also im Auslieferungsmodus. Genau, aber trotzdem sollte er zumindest mal dir... Wir geben es jetzt mal über die Online-Suche ein. Wir springen jetzt mal auf Google über. Medien Saarland. Die werden wann freigeschaltet bei euch, wenn die Fahrzeuge verkauft werden, genau, oder? Weil ab dem Moment, wo wir es freischalten, hast du 2 bzw. 3 Jahre diese Connect-Dienste. Da ist es jetzt, ne? Da ist es so. Also das funktioniert, denn ganz oft habe ich nämlich, das kennst du von Google Maps, will dich nur die Firma eingeben. Und die also, wird berechnet. Ja, sind 90 Meter. Fahr mal hin. Die 10, genau. So, wir sind nämlich tatsächlich im Gebäude von Porsche. Da sind wir übrigens auch beim Thema. Abonniert bitte German Television, also German Television. Wir machen uns viele Arbeit, coole Videos und so weiter. Wir haben nur 3% Abonnenten. Hast du gewusst, wir haben 9 Millionen Zuschauer in 90 Tagen für einzelne Zuschauer. Ich weiß, dass du viele hast. Ja, aber wir haben echt 8,7 Millionen. Okay. Und nur 330.000 Abonnenten. Stell dir mal vor, also die Leute abonnieren nicht. Ich weiß nicht warum. Die gucken uns alle. Es kostet nichts. Du musst nur auf Abo drücken. Ja. Hast du abonniert? Ich bin dabei. Ja, du hast abonniert. Sehr schön. So, also drückt auf die Abo-Taste German Television. Da könnt ihr dieses Video, also liebe Saarland Fernseh-Zuschauer, also du hast mir erzählt, viele gucken auch tatsächlich noch über Saarland Fernsehen. Da war ich erstaunt. Ne? Also ganz viele Leute kommen auf dich zu und sagen, ey, wir haben das Video nochmal gesehen, aber halt im Fernsehen. Ja? Wo du ja denkst, auch viele sind online unterwegs, aber ich dachte, dass selbst die noch mehr online unterwegs wären, aber nee, die gucken es übers Fernsehen. Also vielleicht kurz zur Erklärung, wir haben 2 Fernsehsender, die gibt es seit, ich glaube, 6 oder 7 Jahren. Die sind im Kabelnetz, heißen Saarland Fernsehen 1, Saarland Fernsehen 2. Da gibt es eine feste Fangemeinde, also ich glaube, so das halbe Saarland, habe ich das Gefühl. Ja, die schalten um und da laufen die Videos auch. Und es gibt das einmal bei Facebook auf Saarland Fernsehen, dann des Öfteren bei Breaking News, das habt ihr auch schon gemerkt, wenn sie da mal laufen, als Werbung. Und dann haben wir ja noch den Kanal German Television, also German Television. Und da gehen die dann praktisch auch hoffentlich viral weltweit. Aber ich glaube, es ist wichtig, einfach mal zu zeigen, das machst du, du bist jetzt nicht der Einzige. Da könnte ich jetzt einen Kollegen holen, der wird das genauso erklären, wahrscheinlich auf seine Art, oder? Genau, genau, mit Sicherheit. Also ich sag mal, der Vorteil ist natürlich immer, ich liebe zum Beispiel den Taycan, also ich fahre ihn verdammt gerne und bin auch immer froh, wenn ich ihn habe als Dienstwagen.
dadurch, dass ich ihn viel nutze, hast du natürlich auch hier viele Spielereien und viele Tricks, gerade beim Laden. Laden, das große Thema, wollen wir jetzt mal drauf eingehen. Genau, das ist, was ist der Megatrick beim Laden? Also, wie kriege ich Reichweite? Was heißt der Megatrick? Also es gibt nicht einen Trick, es gibt ja verschiedene Faktoren. Und ich sage mal, es ist natürlich softwarebedingt alles vorbelegt, aber trotzdem, wie bei jeder Software, gibt es da eine Möglichkeit, vielleicht ein bisschen was dran zu rütteln oder es nochmal interessanter da stehen zu haben. Also wir haben jetzt, das ist jetzt die Übersicht, wir haben jetzt 96% Akku und kommen damit 360 Kilometer. Jetzt muss man sagen, das Auto hat, wie du hier vorne siehst, 7 Kilometer im Start. Das heißt, er hat jetzt noch gar keine Erfahrung gesammelt. Wie fährst du eigentlich? Weil auf deinen Fahrstil wird ja auch nochmal der Batterieverbrauch angepasst. Bringt sowieso nichts. Das ist jetzt quasi der schlimmste Fall. Genau. 360 Kilometer fährt er jetzt. 360 Kilometer im schlimmsten Falle, weil er erst 7 Kilometer hat und noch gar keine Erfahrung. Wir sitzen in einem Supersportwagen, muss man auch dazu sagen, mit über 700 PS Peak. Genau. Und dann ist auch so, was gemein ist, selbst Fahrzeuge, die bereits gefahren sind, bringt auch nichts, weil eure Kunden bei den Probefahrten nicht zwingend sparsam fahren. Denn man will ja auch mal gucken, wie geht das Ding. Natürlich, man probiert es aus. Ich sag mal, die Kunden, die Leute, die eine Probefahrt bekommen, das sind ja auch Leute, die seriös unterwegs sind, wo wir jetzt auch keine Angst um unsere Autos haben. Ja, da fährst du aber schon mal. Du sollst ihn ausprobieren, ja, dafür ist er da. Okay, gehst mal hin, beschleunigst mal, überholst mal, wo du vielleicht im normalen Leben dann da mal nicht mal kurz mal draufdringen würdest. Richtig. Also ist so. Also das ist nicht repräsentativ. Also die Kunden, die dann am Schluss in echt fahren, die sind unglaublich defensiv, ist mir aufgefallen. Also Elektrofahrer sind nicht so, die auf der linken Spur immer mit Lichthupe unterwegs sind, sondern... Das ist korrekt, was du sagst, aber man muss dabei sagen, du musst mal gucken, was ist es für ein Elektroauto. Das ist mir mal aufgefallen, weil wie du ganz am Anfang mal vom Video gesagt hast, es gibt viele, die wollen diesen Verbrauch drücken. Die wollen unter Werksangabe fallen. Das ist durch gewisse Situationen auch mit Sicherheit möglich, aber die, glaube ich, machen dir und mir keinen Spaß. Also du kannst den hier, für uns ist Luxemburg so ein Thema, wie oft fahrst du nach Luxemburg hin und her, das ist ein Thema. Du kannst mit diesem Tank mit viel Spaß, sage ich, du weißt, die Autobahn ist teilweise dort nicht begrenzt, du kannst mit diesem Tank mit viel Spaß hinfahren und kannst mit dem Tank auch nochmal zurückfahren, er ist eben nicht leer. Und von Stadt Saarbrücken bis Luxemburg. Ja. Genau, richtig. Stadt. Oder Perl, Zigarettengaum. Nee, wir reden über Stadt. Stadt, ja, okay. Genau. Und das sind so Sachen, und da überholst du viele, die ein Elektroauto haben und langsam fahren. Das sind aber auch vielleicht welche, die nicht 270 kW ziehen können, wenn sie denn mal leer wären. Also es geht hier darum, die Leistung steht quasi innerhalb dieses Radius nahezu unbegrenzt zur Verfügung. Und es wird eher mehr wie weniger, richtig? Genau. Wir stehen dafür, das finde ich mega interessant, wir schreiben hier nicht eine 600 rein oder eine 500, die unter Top-Bedingungen zu erfüllen ist. Wir schreiben eine 360 rein. Vielleicht kommst du, je nachdem, wie du fährst, nachher nur 340. Aber das ist in Ordnung. Und nicht aus 600 werden 300 oder aus 600 werden 400. Das macht keinen Spaß. Ich hatte mal, kannst du dich auch nicht danach stellen oder richten. Ne? Ich hatte mal einen Leihwagen Peugeot 206, glaube ich, oder 207 Elektrio. Da stand dann wirklich 365. Ja. Das konntest du auch fahren, wenn du die berühmten 90 km/h gefahren bist auf der Autobahn. Solche Sachen dann, ja. Aber wenn du den mal, gut, dafür war nicht gebaut, aber wenn du den ganz normal gefahren bist, das heißt, du bist Ottweiler gefahren, hast mal überholt, bist mal, also ich sag mal, dann waren es so zwischen 180 und 220. Ja, ja. Das ist realistisch. Das heißt, das kannst du machen. Aber jetzt damit ich es verstehe, wenn ich jetzt sehr sparsam unterwegs bin, geht das dann auch hoch? Genau das ist es. Dann fällt es eben nicht. Dann fährst du und hast auf einmal immer noch eine 360 und eine 380. Achso, der fängt an mit 360 und der bleibt erstmal da. Genau, in dem Fall wäre er bei 360, dann fährst du aber 20 Kilometer und siehst, da stehen immer noch 355. Also daran merkst du dann, okay, er arbeitet dran. Also er zieht die Leistung schon. Und das ist sehr interessant. Ne? Genauso muss man auch mal gerade dabei sagen, jetzt haben wir die 360 Kilometer drauf. Ja. Jetzt können wir mal ganz kurz uns einen Spaß erlauben und sagen, wir fahren mal Zielführung beenden. Ah, das war das rote Ding. Richtig. So, okay. So, wir sind ja noch auf Google und sagen einfach mal ganz kurz, wir fahren Porsche Museum, ja. In wo? In Zuffenhausen. So, jetzt holen wir das mal gerade. Aus den 360, die jetzt da waren, warten wir mal kurz ab, was er sagt. Ja,
Ja, ich habe ja noch ein Display hier. Guck mal hier. Genau, du hast noch ein Display hier. Und wenn du jetzt mal kurz bei mir reinfilmst, da stehen jetzt 378. Reichweite. Ja. Mit dem Tank, wo wir jetzt kommen. Also das heißt, die ist jetzt schon hochgegangen. Ach, der berechnet die Höhenmeter genau, auch mit. Der berechnet aufgrund der Route und sagt, okay, da wird rollen gelassen, da wird gebremst. Teilweise aus einem nicht begrenzten Bereich fährst du in einen begrenzten Bereich rein, wo er rekuperiert. Das ist ganz interessant. So, und jetzt hier, wir fahren jetzt nach Stuttgart, sind dort, sind 218 Kilometer und kommen mit 43% Restreichweite an. Mhm. Das wird hier oben nochmal kurz angezeigt in dem Bereich. Was mir aufgefallen ist, es gibt ja einige Supercharger, die Leute oft kennen, ja. Da habe ich jetzt immer mehr Fremdfabrikate gesehen. Also nicht der Hersteller, sondern auch viele Porsche, die sich die Hand geben, die sich verstehen, auch mit den anderen Fahrern. Das heißt, unter den E-Fahrern ist man da relativ offen, oder? Oder gibt es da eine Feindschaft, dass die einem dann die Reifen zerstechen? Nee. Also was mir wirklich aufgefallen ist, manchmal ist es ja so, du kommst dann an und stöpselst das Ding ein, setzt dich nochmal rein und machst irgendwas. Entweder schaffst du noch gerade was, machst E-Mails, wie auch immer. Da kommt einer. Aber da kommt einer. Ne? Auf einmal klopft jemand. Ne? Also die interessieren sich für dein Auto immer. Ne? Umgekehrt ist es manchmal genauso. Es sind ja mittlerweile viele Elektroautos. Ja genau, wir haben jetzt bewusst mal keine Marke genannt. Die man nur im Vorbeifahren sieht, ne? Wo man dann auch mal sagen, ey komm, lass mich bei dir mal reingucken. Also ist schon ganz lustig. Ja. Also ich sag mal so, wenn man das seriös rechnet und auch bei anderen Marken, und da mal die Extras und die Optionen mal alles eingibt, ja, die es ja oft gar nicht gibt, muss man auch dazu sagen, Individualität ist ein Thema, Verarbeitung, das kann ich vielleicht nicht kopieren, dann seid ihr gar nicht so weit weg, auch vom Preis her. Nein, also, das ist korrekt, was du sagst. Auch jetzt mal kurz den Taycan ganz rausgestellt und wir holen mal den Macan oder den Cayenne oder wie auch immer. Den gibt es auch rein elektrisch? Noch nicht. Soll aber kommen. Der Cayenne zum späteren Zeitpunkt, jetzt kommt der erstmal Jahresende, der Macan. Voll elektrisch? Komm. Voll elektrisch, ja. Okay, cool. Also ich bin mal gespannt, wenn die Ikone kommen sollte, man munkelt ja so, der Elva elektrisch oder teilelektrisch, bin ich mal sehr gespannt. Denn was natürlich extrem gut funktioniert, ist die Vermarktung hier nach Frankreich von dem Auto, weil das Thema CO2 da eine Mega-Rolle spielt. 50.000, 60.000 Euro soll es demnächst Aufpreis kosten, wenn du einen Benziner in Frankreich neu zulässt, der nicht die CO2-Werte erfüllt. Ja. Ihr merkt das hier an der Grenze, aber der Taycan ist ja ausgeschlossen. Das Coole ist, Porsche kann sofort liefern. Das heißt also selbst, ich sag mal, detailgemäß konfigurierte Fahrzeuge werden 14 Tage später pünktlich vom Tieflader ausgeladen, korrekt? Also wir sind Mitte des Jahres lieferfähig, muss man sagen. Ja? Also, aber nicht 5 Jahre. Nicht 5 Jahre. Also das geht relativ, ich mache mal gerade hier nochmal weiter, weil jetzt ist er ausgegangen, weil er merkt, wir fahren nicht. Wir sind lieferfähig ab Mitte des Jahres. Das ist ganz interessant. Beim Elva muss man natürlich dabei sagen, die Zweitürer, generell auch der 718, da ist natürlich ein wahnsinniger Vorlauf. Das dauert dann dementsprechend auch lange. Aber in dem Bereich Viertürer sind wir wirklich gut lieferbar. Ja, es geht ja darum, das hier ist ja oft jetzt ein Geschäftswagen. Wenn du da natürlich Lieferzeit, also ich habe gehört, Elva durchaus auch schon mal 2 Jahre. Ist das korrekt? Plus, minus? Ja, genau. Also wenn ihr nicht im Bauplatz vorgeordert habt oder so. Genau. Ihr habt ja viele Werkswagen, die gibt es ja hier gar nicht beim Taycan. Oder gibt es auch welche, die ihr kriegt? Natürlich, doch. Die kommen mittlerweile auch jetzt. Die sind dann so 1,5, 2 Jahre alt. Die kommen auch zu uns. Das geht jetzt so langsam los im Taycan. Sieht der vor 2 Jahren ausgeliefert wurde, genauso innen aus? Ja. Ist der identisch? Es gibt so ganz kleine Details. Das siehst du immer. Zum Beispiel ist jetzt das Neueste, dass du unter dieser Sync-Taste, da hast du dann kommen hier oben nochmal diese Navi, Radio, Telefon, Auto, dass du quasi hier draufklickst und dann hier vorne das siehst, dann brauchst du es nicht hier zu machen. Das ist jetzt neu, das haben die früheren Modelle jetzt nicht. Das sind aber so kleine softwarebedingte Sachen. Mhm. Alles andere funktioniert. Ganz kurz mal noch vorne beim jetzt siehst du zum Beispiel, ich habe jetzt mal München Zentrum eingegeben. Ja, da fahren wir jetzt 4 Stunden 50, was ich denke für München okay ist. Und wir brauchen lediglich einmal 10 Minuten zu warten. Ja, jetzt können Sie sagen, wir warten noch niemals die 10 Minuten, weil er sagt, am Ziel haben wir 22%. Wenn du jetzt am Ziel bist, bei einem Hotel, wo auch immer du hin magst und du hast eine Lademöglichkeit, da musst du dort ja gar nicht laden vor Ort. Jetzt geht es zum Beispiel gerade los. Er hat ein Kartenupdate installiert, weil er merkt, wir fahren nach München. München gibt es eine neue Region, die zu updaten ist. Also geht er sofort hin und rechnet neu. OVDR, das heißt, er macht das. Du sagst auch, diese Angaben sind so realistisch, dass der Kunde sich wirklich drauf verlassen kann. Ja. Wenn da steht 360 Kilometer, dann wird er nicht nach
280 leer sein, sondern das ist vielen auch ganz wichtig. Mondwerte braucht kein Mensch, nee, sondern... Die brauchen wir nicht, die wollen wir nicht, die helfen uns auch nicht weiter. Deswegen finde ich das gut, dass wir keine so hohe Startreichweite haben, dafür aber eine reelle Reichweite, die angezeigt wird. Mhm. Ja? Und jetzt ist da auch nochmal, es ist ein bisschen Verkehr mehr gekommen, aber jetzt braucht er 9 Minuten. Natürlich bleibst du da jetzt nicht 9 Minuten stehen, sondern 3 Minuten länger im Alltag und dann... Und dann ist das ganz gut. So, ihr arbeitet nicht mit irgendwelchen, ich sag mal, Diensten zusammen, die das Ganze nicht so oft machen, sondern ihr nehmt euch den Marktführer im Internet weltweit, nämlich die Firma Google, habt mit denen eine Mega-Kooperation, die Software teilweise Google-basiert, die drauf ist. Und die haben ja auch die ganzen Routenführungen mit jedem Google-Nutzer. Der pingt ja letztendlich, wie schnell er vorankommt. Selbst ich, wenn ich Google Maps benutze auf dem Handy, dann bin ich Teil des Systems und teile dem System mit, wie schnell ich fahre, wie schnell komme ich voran, sodass ich also auch wirklich diese Daten, wenn ich jetzt losfahre und sehe, ich brauche jetzt 4 Stunden 30, das kann zum Beispiel sich mittendrin ändern, dass er sagt, ja, auf einmal bin ich eine halbe Stunde länger oder früher da. Richtig, also du, die Live-Verkehrsdaten, die sind hier eingebunden in das Fahrzeug, die überwachen immer die Strecke, die du gerade fährst oder die, wenn du kein Navi hast, um dich herum sind, weil es kann ja sein, dass ein Falschfahrer kommt, wie auch immer. Und das kannst du gar nicht mehr umgehen, weil jedes Auto hat fast heute ein Navi an Bord und mit dem Navi meldet das automatisch, stehe ich, bewege ich mich, je mehr stehen auf einer Straße, erkennt das System Stau und zeigt dir sofort an als Live-Stau. So, also ganz wichtig ist, wenn ihr navigiert, das ist Tipp Nummer 1, gebt das Ziel in das Navigationssystem mit ein und dann kann das Fahrzeug für euch richtig berechnen. Was hast du denn für Erfahrungen von belegten Ladesäulen, kaputten Ladesäulen? Hast du das schon mal erlebt? Habe ich auch schon erlebt, ja. Also ist das doof, belegte, kaputte Ladesäule ist doof. Sie ist meistens nicht kaputt, sondern du musst meistens, sage ich mal, gute, dummerweise, muss man ja auch ehrlich sagen, 5 bis 10 Minuten mehr opfern. In dem Moment, ja, weil du musst halt dort anrufen. Da gibt es an jeder Ladesäule eine Hotline. Warum auch immer hängt sich die ein oder andere Ladesäule mal auf. Und das heißt, du kannst dann den Strom nicht nutzen. Das ist dann ein Prozess, du rufst dort an, die sagen, okay, sagen Sie uns die Nummer, das ist eine 12-stellige Nummer, die steht an jeder Säule dran. Dann fahren die runter, die fahren hoch und du kannst laden. Mhm. Jetzt ist die Frage wirklich, das muss man sich dann im System anschauen. Manchmal ist es einfacher, man macht das, stecke rein und er kann laden. Manchmal ist es aber auch einfacher, du sagst einfach, komm, dann fahre ich mal weiter. Aber das ist wirklich, muss man jetzt auch nochmal dabei sagen, eine sich aufgehangene Ladesäule oder sowas, das ist nicht der Alltag. Also das kommt Gott sei Dank sehr selten vor. Mhm. Wenn es vorkommt, ist es nichts anderes, als wenn du an der Autobahn tanken möchtest und suchst dir gerade die Tankstelle aus, wo schon 10 vor dir stehen. Wir wissen alle, die gehen heute rein tanken, rein bezahlen, dann geht's weiter. Das ist ja ein System, das haben wir nicht. Also du hältst deine Karte dran, steckst den Stecker rein, der zieht den Strom, du drückst Stopp und weiter geht's. Und deswegen sage ich, du verlierst durch das Laden nicht mehr Zeit, wie wenn du irgendwo tankst. Natürlich, wenn wir jetzt durchfahren wollen nach München, ganz klar, das funktioniert nicht. Ja, wir können jetzt nicht durchfahren und sagen, wir starten hier und fahren durch. Aber die 10 Minuten Pause, die wird uns, glaube ich, nicht irgendwo da jetzt den ganzen Zeitplan durcheinander bringen. Gut, Porsche 911, Tankgröße beim 11er. Tankgröße, muss man jetzt aber auch dabei sagen, der 11er ist sensationell. Der hat bis zu 90 Liter Tank. Der und verbraucht 7 Liter teilweise. Ja, der verbraucht 8 Liter und 1000 Kilometer Langstrecke. Das ist verrückt für das Auto, ja, mit 450 PS. Aber du sagst, die Leute sind, die sagen, ich muss eh eine Pause machen. Also jetzt ist Elektrofahren nicht was Neues, sondern tatsächlich, es ist mittlerweile seit 10 Jahren Usus. Genau. Unter anderem haben auch, ich sag mal, viele Marktbegleiter dafür gesorgt, dass das Ganze ein bisschen angetrieben wird. Dann gab es eine Prämie. Die Prämie gibt es immer noch eigentlich für das Auto? Die Prämie, die gab es bei Porsche noch nie, weil wir über einer gewissen Basissumme liegen. Für den Invest zu tätigen. Der hier ist aber 0,5 Versteuerung. Ja, das heißt, auch hier 230.000 Euro ist 0,5. Ja. Das heißt, ich versteuere ein Auto, das kostet 115. Genau. Ist das ein Argument für viele? Oh ja. Oh ja. Das ist auch vielleicht das Argument zu sagen, der kostet, sagen wir mal, 90.000 im Einstieg. Ich statte mir den aus mit 30.000, 40.000. Ja, und zahlt vielleicht trotzdem im Leasing nur die Hälfte. Da ist er günstiger wie Macan. Im Leasing ist er vielleicht so 300 Euro teurer und dafür habe ich dann. Aber du sagst halt, dass das dauernd. Klar, jetzt hast du die 0,5% Versteuerung. Wenn du ihn als Dienstwagen fährst, fährst du ihn auf Kilometer, ist egal.
Das mache ich mittlerweile. Das ist ja cool. Also ich mag das. Jetzt hast du noch mehr Tricks. Du hast mir erzählt, man kann den konditionieren. Genau. Richtig. Also das Thema Nummer eins ist, wenn du weite Strecke fährst, such dir nicht selber die Ladesäule aus, sondern lass ihn das machen. Das heißt, du hast eine Wärmepumpe an Bord, du hast den Range Manager an Bord und der Range Manager, der guckt, wie fährst du? Fährst du schnell oder langsam? Das ist ein Typ, der lebt im Auto? Oder? Genau. Der Range Manager? Das ist ein kleiner Mensch, der hier im Auto und drunter durchläuft und sagt, Mensch, der Sven, der gibt gerade viel Gas. Ist eine Software. Elektronisch bedingt und der Range Manager, genau, das ist eine elektronisch bedingte Software. Ein kleiner Kasten, den musst du dir dazu kaufen. Was aber das Auto, das musst du machen, ist eigentlich interessant. Und der geht dann hin und sagt, okay, wir fahren nach München. Aktuell laden wir, gucken wir mal gerade, wir gehen mal drauf, was er eigentlich will. Er will, dass wir bei der, in Grubingen, das ist so ein typisches Ladeding, da gibt es 350 kW. Ist das groß? Grubingen ist groß, ja. Grubingen, da stehen, ich guck, kann man gerade schauen. Also es gibt nicht nur Supercharger von Marke X, sondern es gibt auch hier zum Beispiel Ionity, ist ein großer Verbund. Die haben auch solche praktisch, wie ich mir das vorstelle, ganz viele Ladesäulen nebeneinander, wo ich mich hinstellen kann. Genau. Also es gibt mehrere. Ionity, das ist so der Haupt... Der Hauptladen. Ich kann mir den ansehen. Können wir gerade auf dem Parkplatz gucken, was los ist. Ne, Quatsch, das sind fest hinterlegte Bilder. Aber ich kann sehen, wie sieht der aus. Genau. Und der Vorteil ist, Ionity ist der erste Anbieter mit Porsche zusammen. Das heißt also, Porsche wird immer gucken an der Autobahn, dass du bei Ionity lädst. Mhm. Guck mal, was bei Ionity steht hier. Preis, was kostet der? Da stand jetzt ein Tesla oder was? Genau. Bei Ionity. Okay. Ja. Ja, es soll vorkommen. Natürlich. Sind halt schön, gute, mal zu sehen. Sind halt gute Ladesäulen. Ja, also hier sage ich mal, 6 Stück sind da, 4 im Moment sind frei. Das heißt, wir sind ja noch nicht da. Es wird jetzt auch, also ich habe gehört nur, dass bei den Kollegen klar ist, wie viel sind frei. Das ist eine Fehlinformation. Ich kann auch hier sehen, wie viel ist frei, richtig? Wir können generell sehen. Wenn, und reservieren kann ich nicht. Nee, ist auch gut so. Wenn es fährt dich ja dann eins weiter. Ja. Wenn voll ist, in dem Moment fährt er dich eins weiter. Aber der Vorteil ist jetzt, wir fahren dorthin. Den Ladepunkt, den er eingibt, wie er jetzt gerade sagt, in Grubingen, bedeutet, der Range Manager sagt dann zur Batterie, je nachdem mit deinem Fahrstil, müssen wir sie kälter oder wärmer machen. Weil perfekt zum Laden sind um die 32 bis 34 Grad. Achso, der wärmt die auf. Genau, alles was drüber ist, ist schlecht. Alles was drunter ist, ist schlecht. Jetzt gucken wir mal gerade überhaupt, was unsere Batterie hat. Sekunde, ich muss nur gerade einmal an der Kamera vorbeigucken. So, Informationen. So, unsere Batterie hat jetzt zum Beispiel 5 Grad, siehst du. Ne? So. Der stand draußen. Vorne. Der stand draußen, der ist jetzt eben frisch reingekommen, der war beim Aufbereiter. Als Neuwagen, den wir jetzt ganz frisch bekommen haben. Deswegen der stand die ganze kalt. Zeit, das ist so link gewesen, ja. Der stand bei mir, wenn ich rauskam aus dem Sender, rechts und die Farbe, die fällt ja so auf. Ja. Und ich habe jedes Mal gesagt, eigentlich müsste ich den mal fahren, weil der sieht so toll ich aus. Ich dachte, wann rufen das Sven mal an hier? Und es war genau der, oder? Ja. Der. Ja, genau. Ja, also ihr müsst mal gucken, wenn er zum Mediensaarland kommt, dann bin ich umringt von Porsche. Die meisten fragen mich immer, wo hast du den ganzen Porsche her? Nein, das ist das Porsche-Zentrum Saarland. Ja. Und wir teilen uns tatsächlich ein Gebäude. Also eins von ganz vielen. Ja, das genau. ist, die Büros haben wir, ihr habt die Werkstatt. Das ist ziemlich cool. Das bedeutet, der geht hin, hat eine Wärmepumpe, also keine, keine Heizspirale, die viel Energie verbraucht, sondern ein sehr effizientes Wärmesystem. Das macht auch das Klima innen, oder? Genau, richtig. Also wir haben nach noch nicht 10 Meter bläst er hier schon warme Luft. Da sind wir aber bei dem nächsten Thema, was ist wichtig. Ich gehe mal ganz kurz weg vom Navi. Und zwar haben wir hier den Ladepunkt und da gibt es unter Profile, man kann Timer, gucken wir gleich mal, Stand klimatisieren. Auch per App? Auch per App bedienbar natürlich alles. 24 ist jetzt ein bisschen hoch, also zwischen 20 und 21,5 Grad sollte das stehen. Ladeprofil, ich gehe mal gerade auf Bearbeiten. Da sehen wir hier zum Beispiel schon ein paar Sachen. Mindestladung. Einstellen Batterieladung, die das Fahrzeug bei dem Ladevorgang schnellstmöglich halten soll. Das ist das, was du mal ganz am Anfang, da können wir jetzt bis 100% gehen. Also ich kann sagen, ich will immer nur 85% oder 90%. Genau, ja. Die soll er schnell bringen und den Rest soll er langsam bringen. Jetzt das habe ich gehört, das Schnellladen ist gerade in den Grenzbereichen nicht förderlich für die Lebensdauer. Nicht förderlich, genau. Man muss aber dabei sagen, wenn du jetzt hier 100% eingibst, der lädt ja nicht bis 100% schnell. Er kann es eh nur so weit machen, wie du magst, aber
ich sage jetzt mal, wenn du jetzt hier sagst 50%, würde er bei 50% aufhören, schnell zu laden. Mhm. Ist natürlich jetzt total schlecht für das, was wir vorhaben, mal eine lange Strecke zu fahren. Also hier ruhig die 85%. 100 geht auch. Ja, ich bin, bei mir stehen die 100 zum Beispiel, weil ich möchte keine Einschränkung haben bei dem Auto. Also ist für mich wichtig, ich will 100% schnell geladen. Und wenn das Auto sagt, bei 90 oder bei 80 ist Schluss, ich lade jetzt nur noch so schnell, dann soll es das für sich entscheiden. Gibt's eine, wenn ich jetzt Sammler bin und sage, hier in meiner Sammlung fehlt noch ein Taycan, Turbo S, ja. Gibt ja Leute, die haben viele Porsche. Ja. Muss ich den ab und zu mal aufladen und entladen oder macht die Software das automatisch? Weil um die Batterie fit zu halten oder ist das damit drin, wenn ich den zum Beispiel ein Jahr lang irgendwo hinstelle, gibt es da eine praktische Empfehlung, wie ich den aufladen soll? Nee. Spielt keine Rolle. Nee, eigentlich nicht. Also die Batterie wird natürlich abbauen, aber mit dem nächsten Mal, wo du quasi das Auto ansteckst, ist ja ein intelligentes Steuersystem. Der hält die fit. Richtig. Okay. Der jetzt, kümmert sich da schon selber. Jetzt mal eine Frage, eine Zwischenfrage habe ich noch. Da können wir gleich mal auf das Thema optimiertes Laden eingehen. Jetzt kaufe ich so ein Auto und will den, also ich kenne einen meiner Kunden, den kennst du auch, der fährt die Porsche nicht alle nur 3 Jahre und kauft sich einen neuen, sondern der hat jetzt zum Beispiel jetzt einen Geländewagen von Porsche, der hat er seit 20 Jahren. Ja. So. Geht die Batterie irgendwann mal kaputt? Weil der Motor fährt noch, den er jetzt fährt. Ja, ja. Und Porsche sind ja sehr langlebig. Und habt ihr da schon Erfahrungen? Also es ist jetzt schwierig zu sagen, wie verhält sich die Batterie in 20 Jahren. Das ist genau, wie du es jetzt sagst. Du kannst ja durch die Porsche Proof zumindest mal 15 Jahre das Auto in dieser Sicherheit drin lassen, wo ja auch die Batterie das Ganze beinhaltet. Ich hatte die Tage noch einen Kunde gehabt, der sagt, seine Frau, ich weiß nicht, was es für ein Fremdfabrikat war, die fahrt schon seit 7 Jahren E-Auto. Fand ich geil, weil hatte ich jetzt so gar nicht vor Augen gehabt. Das Renault zum Beispiel hat ja diesen die waren einer der allerersten, ist hier um die Ecke und die fahren und ich glaube sogar der war es, aber und da habe ich ihn mal gefragt, wie würden Sie denn, weil der sagt, ich komme so um die 200 Kilometer mit dem Auto und habe ich zu ihm gesagt, wie würden Sie denn sagen, seitdem, wo er es am Anfang gekauft hat, zum jetzigen Zeitpunkt. Ne? Es waren nur 40.000 Kilometer, was sie gefahren ist in der Range, aber es war halt das Alter. Und da sagt er, da hat er ungefähr 30 Kilometer verloren, sagt er. Gegenüber dem Anfang. Ne? So, je mehr du natürlich die Batterie nutzen tust, ne, auch mal voll und leer fährst, umso besser ist es ja. Es ist wie bei einem Handy. Ja? Da siehst du ja auch immer bei dem einen oder anderen Hersteller, wie viel Batterieprozent hat er jetzt eigentlich noch. Ne? Mhm. Aber die Batterie muss man sich hier vorstellen, die wird ja mal etwas überladen und dadurch kriegt die eigentlich nie so ihre Grenzen gezeigt. Mhm. Irgendwann gehen natürlich die Zellen kaputt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wir reden jetzt hier über eine unter anderem über einen Stand der Technik 2023, was in 5 Jahren über Brennstoffzelle, über Zwischenspeicher überkommt. Porsche ist ready. Also wenn sich da mal was zeigt am Markt, was sich einbürgert, im Moment stehen ja viele Zeichen wirklich jetzt auf selbstgenerierten Wasserstoff zum Beispiel, speziell für LKWs, weil die sagen, die Batterien, die werden so schwer, das lohnt sich irgendwie nicht und so weiter. Das wird denn kommen, aber dieser Wandel, den hast du ja miterlebt. Also vom reinen Hersteller von Verbrennern hin zu jetzt rein elektrisch in der Güte. Ja, in der Güte, das ist genau das Stichwort. Ja. Wir kriegen ja draußen nur mit, was wird erzählt über Wasserstoff oder. Da sind die Hersteller ja schon lang und bedeckt, muss man sagen, schon ewig in der Entwicklung drin. Und nicht ohne Grund, sage ich mal, vor 5 Jahren haben wir noch gar nicht darüber gesprochen. Ja, da gab es ein Mission E. Da hat jeder gesagt, boah, wenn der mal so kommt, hat Porsche gesagt, der wird so kommen. Er ist ja auch zu, sage ich mal, 90% vom Design her so extrem gekommen. Der Mission E ist Wasserstoff. Das war dieses, nee, das war dieses Elektro, ist das Elektroauto, Mission E, auf dem beruht der Taycan. Das ist, das war so die Vorstellung damals, Porsche vor, eine Studie, genau. Mhm. So, und auf einmal sitzt man in dieser, in Anführungsstrichen, Studie und man hat schon alles besser. Man hat ein Zweiganggetriebe drin, man hat ein 800-Volt-System, mit dem man laden kann. Man zieht bis zu 270 kW, was viele Autos, die jetzt auf den Markt kommen, noch nicht haben. Mhm. Und da muss man sagen, das hat man vor 5 Jahren von Porsche noch nicht gehört. Ja, wir hatten ja auch Mission E und auf einmal steht ein perfektes Auto da. Aber was ja lustig war, wir hatten vor kurzem diesen einen Supersportwagen hier gehabt, den silbernen, als Hybrid. Der 918. Der 918. Ja. Und der ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Ja, 10 Jahre. Fährt immer noch und ist eigentlich, wenn du den heute anguckst, immer noch, also kann man nichts sagen. Also klar, hat jetzt keine mega Reichweite, aber Rekuperation, großes Thema. Jetzt habe ich ja hier Keramikbremsen. Eigentlich, wie gesagt, wegen den Bremsen müsste ich jetzt nicht rekuperieren. Ja. Aber der rekuperiert richtig fein, oder? Genau, du kannst das hier einstellen. Wir haben da eine
eine Rekuperationstaste, die Batterie. Und wenn wir die einmal kurz drücken, da kommt hier vorne das Logo. Ich mache es mal nochmal aus. Dann würde der immer, wenn du vom Gas gehst, automatisch anfangen zu bremsen. Motorbremse, wie beim LKW. So eine Art Motorbremse benutzen, mhm. Genau. Was ganz interessant ist, wenn wir das gedrückt halten, dann kommt das gleiche Zeichen, aber mit einem A für Automatik. Und dann arbeiten die Radarsysteme. Das heißt, ist kein Auto vor dir, rollt er, was ja gut ist. Dann brauchst du kein Gas zu geben. Der holt den Schwung mit, er kuppelt in Anführungsstrichen aus. Und in dem Moment, wo ein Auto vor dir erscheint, fängt er an runter zu bremsen. Nicht bis zum Stillstand, aber spürbar, dass du manchmal die Bremse gar nicht brauchst. Und das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache für wiederum die Batterie. Ganz wichtig ist, dieses Standklima, das ist jetzt mal ein Punkt, was ich allen empfehle, im Moment zu tun. Das ist zu sagen, Standklimatisieren, entweder über einen Timer oder, ich habe es jetzt auch mal eingeschaltet, der soll dann gleich anfangen. Standklimatisieren ist wichtig, weil nur dann ist die Temperatur. Ich merke das bei mir, wenn ich morgens das Auto nicht standklimatisiere, hat die Batterie zwischen 0 und 2 Grad. Wenn ich mein Auto standklimatisiere, das heißt, ich sage zu dem, ich fahre um 7 Uhr los, hat die Batterie 12 bis 14 Grad. Und ich persönlich habe mollig warm hier drin. Also das ist ohne dass es viel Strom kostet, durch die Wärmepumpe. Auf der einen Seite, ohne dass es viel Strom kostet. Ja, es kostet Strom, aber im besten Fall hängt dein Auto ja noch am Ladegerät. Ja, und dann kostet es keinen Strom, weil dann holt er den Strom, lädt er gleich nochmal auf. Aber der Vorteil von einer Batterie, die vorklimatisiert ist, mit 14 Grad gegenüber 5 Grad, die ist exorbitant hoch. Ja, weil das ist schon... ich sag mal, mit 5 Grad holst du dem Auto natürlich mehr Reichweite, als wenn sie 14 oder 20 oder 30 Grad hat. Deswegen, er rechnet immer noch. Deswegen ist das ganz wichtig. Ja. Wir können auch sagen, Daten, ganz kurz mal noch darauf eingegangen vielleicht, Laden, Ladeziel haben wir jetzt schon alles eingegeben. Wir haben gesagt, Standklimatisieren. Es gibt auch ein Datum und Abfahrtszeitpunkt. Wenn du dem Auto sagst, du bist jeden Tag um 7 Uhr unterwegs, dann macht das noch intelligenter. Dann braucht er nämlich die Wärmepumpe nicht so sehr zu beanspruchen. Dann lässt er einfach dein Auto angesteckt und der lädt, sage ich mal, die letzten 5 oder 10% lädt er der dann kurz zwischen 6 und 7 Uhr morgens. Das heißt, durch die Ladefunktion für die Batterie wird die natürlich auch nochmal warm. Ja? Also das sind so zwei Sachen, wo ich immer sage, ganz wichtig, bei den jetzigen Temperaturen muss die Standklimatisierung eingeschaltet sein vor Abfahrt. Also man muss dem Auto sagen, ich bin dann und dann jeden Morgen spätestens unterwegs, sodass die Batterie auch warm ist. Und der zweite Punkt, wenn man zu Hause lädt, sagt dem Auto, dann fahre ich los. Weil dann muss er nicht nachts um 3 Uhr laden und die Batterie ist nochmal kalt. Dann reicht es auch, wenn er um 5 Uhr anfängt, die letzten Prozente reinzudrücken und ist dann eben extrem warm. Sag mal, wenn ich echtes Kaufinteresse habe, kann ich den auch mal 2-3 Tage mitnehmen? Klar. Den hier auch? Den hier nicht. Den nicht. Nee, das ist ein Neuwagen, der ist nicht zugelassen. Aber ihr habt Vorführwagen. Natürlich haben wir die. Okay. Ja. So, das heißt, kann die fahren. Also ruhig fragen. Das ist ja so, ich meine, viele wollen ja auch mal erfahren, wie ist denn das jetzt? Ja, Taycan musst du erfahren. Musst du erfahren, ne? Oh, also ich sag mal, alles, was wir jetzt hier reden, wenn du das erlebt hast, dann bist du infiziert. Aber das kann ich dir gar nicht alles erzählen oder das kannst du gar nicht alles fühlen. Was wir machen? Wir machen das nächste Mal ein Fahrvideo. Wo wir jetzt wirklich mal innen, dass du mal ein paar Sachen zeigst, also Abstandstempomat zum Beispiel, der hält das Fahrzeug auch komplett in der Mitte. Ja, das heißt, also das ist auch eine nette Funktion, wenn du fährst. Dann, also dass wir auch mal zeigen jetzt im Winter, du drückst auf die App-Taste, dann ist der vorklimatisiert. Hat er auch eine Hundefunktion eigentlich? Eine Hundefunktion? Ja, dass du einen Hund drin lassen kannst. Ja, natürlich. Du meinst es mit der Alarmanlage? Nee, dass der Hund klimatisiert ist. Das geht auch, das natürlich. Geht auch. Also ich sag mal, die Klimatisierung kannst du ja immer anfahren. Ne? Das ist, ich sag mal, hier hast du immer Menü AC. Und wenn du aussteigst, dann geht er sofort hier rein. Dann könnte man jetzt sagen, im Standklimabereich, Standklima ein. Kannst du aussteigen, bleibt der. Im Sommer probiert er 21 Grad zu ermöglichen, im Winter macht er die natürlich warm. Sag mal, wenn es zum Anstoß kommt, zeichnet er auch auf, die Kameras rundherum? Nein. Deutschland, okay, verstehe. Das machen die Netz. Dann, es gibt mittlerweile einen Dashcam-Halter, der hier vorne hinkommt und es gibt auch eine Dashcam von Porsche. Das ist dann die Alternative, aber die Kameras würden nichts aufzeichnen. Nee. Was er hat hier mit dem SOS-System, ja.
Habe ich jetzt auch leider einen Kunden gehabt, der das erlebt hat, wobei er gesagt hat, das hätte er sich so niemals vorgestellt, weil er war immer derjenige, der gesagt hat, wenn was ist, dann kann ich hier vorne entweder mein Handy bedienen oder ich hole mein Handy. Aber der hat leider Gottes einen Unfall gehabt, dem geht's gut, es ist auch jetzt nichts Großartiges passiert, aber bei... Crash, ein richtiger. Genau, also da ist ein LKW, der Sattelzug hinten, der ist seitlich gekommen und er ist dann rechts ausgewichen und in die Böschung rein. Und dadurch ist sein Handy nach hinten geflogen und er ist gar nicht mehr dran gekommen. Und er sagt, er hat noch gar nicht sich orientiert. Dann kam schon eine Stimme, wo die gesagt hat, wir haben mitgeteilt bekommen, sie hatten einen Unfall. Und alles wurde erkannt. Also da hat jemand auf dem Beifahrersitz gesessen, der war angeschnallt. Deswegen sind auch direkt die Krankenwagen gekommen. Also das ist ein System, was wirklich sensationell ist, muss man sagen. Ne? Im Falle, dass man es nie braucht, aber... ist auch Pflicht mittlerweile, aber ja, du sagst, es funktioniert genau. Gut. Aber ja. Zu wissen, wenn was passiert, ich muss mich um nichts kümmern, die Hilfe für mich wird organisiert, das ist wirklich perfekt. Komm, wir zeigen mal noch ein paar Menüs. Den Reifendruck kann ich sehen? Genau, also du hast, das kannst du hier vorne auch ganz gut abrufen. Ne? Wir können mal schauen, was wir... Hier haben wir ja verschiedene Informationssysteme. So, gehen wir mal drauf. Was können wir noch holen? So, Batterie. Trip, unser Bordcomputer. Mhm. Ne? Ich glaube, Reifen, wo haben wir es denn? Gehen wir gerade drauf. Okay, das sind also Sachen, die haben wir vorher nicht abgesprochen. Genau. So, Messung ab 25 km/h, das heißt, richtig. Der zeigt es dann an. Richtig. Bitte mal Entertainment. Was geht da so? Was also, kann ich ja machen? Wir haben. Ich will mal gerade sehen, ob Saarfunk-Logos schon drin sind, die neuen. Ich würde behaupten, ja. Gehen wir auf Liste. Aber ob sie jetzt neu sind, weiß ich nicht. Aber ich habe es letztes Mal gesehen. Du stehst nicht mehr mit dem Pünktchen da vorne, ne? Wie es mal eine Zeit lang war. So, wir betreiben nämlich noch zwei Radiosender. Und da habe ich mich immer geärgert. Oh ja, guck mal hier. Saarfunk 1 und 3 mit Logo. Ist das geil. Ist jetzt Software-Update gab es. Und dann bist du mit drin. Ja, also der DAB Plus ist ja Serie. Dann habt ihr ein Bose Soundsystem hier drin. Ist das genau. Das Maximum? Nee, Burmeister. Burmeister. Das geht noch mehr. Ne? Genau, Burmeister. Also ist das höchste billige Bose habt ihr. Das billige, dennoch sehr perfekte Bose. Das ist, Bose ist schon mega, muss man sagen. Nee, das war Spaß. Also ich nutze das Wort gerne, weil es aber auch extrem aussagt. Also das Bose ist absolut tipptopp. Wer es toppen möchte, kann sich Burmeister nehmen. Ne? So, und da könnt ihr sehen, also auch das Display wird eingefügt. Wichtiger war aber jetzt das Logo und dann Sound kannst du machen. Spotify. Wir haben Spotify, wir haben Apple Music. Ich gehe jetzt nicht drauf, weil wir haben es einfach nicht. Das ist ja nichts verbunden hier mit dem Auto. Wir haben ist noch nicht eingeloggt. Ja. Genau, genau. Wenn du jetzt dein Konto, wenn du jetzt sagst, mein Auto hier, Sven Herzog, kann dein automatischer Apple Music oder Spotify Account hier hinzugefügt werden. Ich gehe immer gerade auf Saarfunk 3. Ich will nochmal kurz gucken. Das freut mich ja so, dass das Logo jetzt drin ist. So, dass die Logos sind drin. Also es hat jetzt, wir haben ja erst vor einem Jahr angefangen zu senden. Das ist cool. Dann, was glaube ich ziemlich krass ist, ist wirklich diese, ich sag mal, Benutzbarkeit, die Ergonomie. Ihr habt extra Leute, die nichts anderes machen, als sich Gedanken darum zu machen, wie kann ich so ein Ding bedienen? Genau. Das ist wirklich so. Also die so. Also bei der Entwicklung bei Porsche, da habt ihr Leute, die, ich meine, ihr habt ja zugehört, das war nicht immer perfekt, muss man sagen. Gerade bei Umstellungen, wenn der Kunde nicht bereit ist, umzustiegen. So, dann, ich sag mal. Es war nicht immer zeitgemäß. Es war nicht immer zeitgemäß. Es war gut, aber es war immer der Zeit etwas hinterher. Und da sage ich mal, und man sieht ja auch das Interessante hier, wir haben nicht irgendwo einen riesen Bildschirm oder hier ist unsere Geschwindigkeit, die wir hier fahren. Wir sehen hier, wie schnell fahren wir, alles was wichtig ist, ist hier vor uns. Und wir haben hier wirklich, und das ist das Schöne, weil immer ein Designer mit dem Ingenieur bei Porsche zusammenarbeitet, wir haben hier einen Bildschirm, der so schön nahtlos in diese Konsole übergeht. Aber was ist denn das da unten, dieses Feld da? Wir können hier zum Beispiel mit drei Fingern, da gibt es so ein paar Sachen, können wir zum Beispiel die Musik lauter machen. Okay. Ne? Das sind so ein paar Möglichkeiten. Du kannst teilweise das als Touchpanel benutzen, ne? Wenn du jetzt sagst, du willst, steuern wir hier oben, können wir springen. Warte, ich zeig's mal gerade. Du wischst also und dann genau. Ist es so ein Art Touchpad, oder? Genau, ist so ein Art Touchpad. Da können wir dann drauf gehen, wir können ran und wegzoomen, das müssen wir hier machen, das geht da unten nicht. Drahtlos auch, wie bei VW? Wie meinst du? Drahtlos, die haben so eine Gestensteuerung mit drin? Nee, das haben wir nicht. Nee. Also gut. Also die funktioniert auch selten. Hier kannst du sagen, wenn du mal Sitzheizung, Beifahrer, Stufe 2. Na toll, jetzt werde ich hier gegrillt.
Ich habe die Sitzheizung am Beifahrersitz auf Stufe 2 gestellt. Oh, wie goldig. Sowas kann sie machen. Kann ich die Stimme wählen eigentlich? Ich glaube nicht. Nee, da spricht immer die Frau mit dir. Das sind so. Also du kannst über. Ach so, es gibt aber auch eine Taste hier. Genau, Sitzlüftung hat er auch? Sitzbelüftung hat er auch dementsprechend, genau. Mhm. So, dann machen wir nur hier Menü. Ich will mal gerade mal gucken. So, genau. Wir gehen mal kurz drüber. Also wir haben die vier wichtigsten Button. Das ist Navigation für Zieleingabe, Radio, Telefon und unser Auto. Mhm. Auf dem Auto, Drive, sind die wichtigsten Sachen hingelegt. Elektrik-Sound, den hören wir natürlich jetzt nicht im Stand. Sehen wir dann aber mal in dem Fahrvideo. Fahrwerk, wie gesagt, haben wir gesagt, können wir hier drüber steuern. Warte, darüber? No, ja, genau. Das sind extra Tasten. Das heißt, du hast die Funktionen oft mehrfach belegt. Du kannst sie hier im Display machen, du kannst sie hier vorne am Lenkrad machen, du kannst sie hier vorne auf den Tasten machen. Richtig, du hast eine Raute-Taste, hast eine hier. Die kann man frei belegen. Du kannst die frei belegen und du kannst halt dann dir vielleicht einen Klick hier ersparen, ja, indem du sagst, ich klicke hier drauf, wenn ich sportlich fahren will. Mhm. Hier sehen wir auch nochmal diese Lift-Funktion, die wir eben hatten. Sag mal, dieser 10-Sekunden-Test. Jemand steigt ein und kann das Auto bedienen. Klappt das hier? Geht ganz gut. Ja, also das heißt anmachen, losfahren, ohne dass ich studiert haben muss. Ja, weil diese vier Button, damit sieht jeder, was ist gemeint. Also ohne dass was drunter steht. Hier muss Navi, hier muss was mit Radio, hier muss was mit Telefon zu tun haben und Auto mit Auto. Und diese vier findest du immer. Entweder auf dem Home-Bildschirm, im Seitenbildschirm, in dem Menü hier. Wenn du sagst, du, mich stören die, also so viel brauche ich nicht, kann man es auch wegschieben. Die sind aber extrem jetzt alles reduziert. Also es ist nicht mehr so 3D-Effekt oder so. Also so wenig wie möglich. Genau. Alles auch schön hinterlegt. Also es sieht in echt übrigens viel geiler aus. Also ihr müsst unbedingt mal vorbeikommen, euch das mal angucken. So, Komfort haben wir dann noch so ein paar Sachen. Das ist übrigens, wie du eben gesehen hast, Beifahrersitz einstellen. So kann ich dich jetzt vorwärts oder rückwärts. Ne? Mach mal. genau, wenn du mal gerade nach vorne machst. Weiter. Junge, du hast mich zu weit. Mach wieder zurück. So, ich habe nämlich tatsächlich meine Mutter mal, die stand da und die hat, du findest die Knöpfe nicht, wenn du es nicht gewohnt bist. Und erklär mal einen von den 18 Knöpfen, was er drücken soll. Das kannst du von hier aus machen quasi. Das ist ganz gut, ja. Oder man kennt es von den Kiddies, die fahren immer nach vorne und hoch. Wenn dann keiner mehr drin sitzt, dann guckt der halbe Sitz durchs Seitenfenster. Dann ist das da ganz gut. Ne? Kann ich den Airbag abschalten? Du kannst den Airbag auch abschalten. Also auf der Beifahrerseite? Genau. Wo? Genau. Wird seitlich gemacht am Auto. Wird seitlich gemacht. Das heißt, ich kann den Kindersitz vorne hin machen. Das darf man ja. Also ganz wenn der, genau, gerade Kleinkinder mit auch entgegen der Fahrradrichtung und so weiter. Also wenn ich den mal haben will, das geht. Genau. Ja, ich frage ja so Basics, weißt du? Ja, gut. Es soll ja auch Leute geben, die Kinder haben, die Taycan fahren. Das ist doch schön so. Ja, du zum Beispiel. Genau. So, das jüngste Kind ist jetzt wie alt? Noch kein Jahr. Noch kein Jahr. Könnt ihr zu dritt hin fahren, die Kids? Mit drei Sitzen wird schwer. Wird schwer. Ja. Geht's oder wird schwer? Es wird schwer. Aber es geht. Ja. Du hast ja Isofix mit den Sitzschalen außen, das ist kein Problem. Aber in der Mitte muss dann dementsprechend der Größte sitzen, bei der dann die. Sag mal, es gibt jetzt solches die Base nicht mehr hat, ne? Es gibt jetzt nicht wie bei einem großen deutschen Hersteller von Luxuslimousinen, der noch so einen Veredler hat, so einen Schlafsitz hinten, oder? Das gibt's nicht. Ein Schlafsitz? Also wir haben auch Kindersitze im Angebot? Nein, nicht für Kinder, sondern wenn jetzt einer sagt, ich weiß, was du meinst. Chauffiert werden. Ja, nee, das haben wir nicht. Nee, das gibt's hier nicht. Nee. Das ist ein Sportwagen hier. Ja, auch so Sachen, da muss man sagen, Massagefunktion oder was wir ja bieten, Softclose, das geht hier nicht. Das ist ein Sportwagen. So, genau. Das ist so, ich sag mal, es ist ein E-Auto, die Softclose-Funktion steht nicht zur Verfügung. Solche Sachen gibt es da nicht. Aber da haben wir nochmal eine andere Kategorie von Autos, da gibt es das wiederum. Welche? Zum Beispiel Panamera. Panamera, gibt's, das ist die Reiselimousine. Ja. Ne, wenn hinten jemand sitzen möchte mit einem Einzelsitz, der variabel ist. Ja, da gibt es auch Liegesitze beim Panamera? Genau, den kann man verstellen dann. Ja, okay. Ja. Also auch, ich sag mal, relativ neigen, wenn einer mal Schläfchen. Du kannst die Rückenlehne verstellen. Ob es zum Neigen, glaube ich, ist auch nochmal nicht möglich. Okay, also ihr seid ja immer noch eine Sportwagenmarke. Okay. Ja. Ist das ein guter Ersatz im Moment für Leute, die sagen, ich wollte eigentlich einen Elfer haben, aber brauche jetzt einen vollelektrischen?
Also man muss in der Tat sagen, wir haben schon den einen oder anderen, der gerne ein Elfer sich gekauft hätte oder gerade im Bereich 718, wo wir dann auch merken, die sagen, ey, du kriegst eigentlich für den Preis vom 718. Was ist 718? Schon, das ist der Boxster oder der Boxster, Cayman. Cayman, genau. Ja. Gerade für einen Cayman-Fahrer, der dann sagt, hey, da kriegst du eigentlich schon einen Taycan dafür, für den gleichen Preis, der extrem innovativ ist. Und, aber da hast du hier am Basis stehen, einen Taycan, irgendwo? Wir haben oder einen unter 100? Nee. Habe ich jetzt nicht da, nee. Weil wir müssen dabei sagen, also wir haben wenige Autos da. Das hier ist jetzt einer. Das ist dadurch, dass es aber auch ein Turbo S ist, da ist natürlich die Nachfrage viel, viel geringer, wie bei einem 4S oder bei einem normalen Taycan. Aber wir haben generell alle Autos also ein bisschen Basis. In den Vorlauf gelegt. Ja. Also die Kundenfahrzeuge kommen, aber die Lagerwägen, die sind dann natürlich nach hinten gewandert. Also nochmal, Basis bedeutet Heckantrieb? Basis bedeutet Heckantrieb, wie viel PS? 325 PS. Naja, also, ich sag mal, der Standard Porsche hat ja auch 350. Ist das an der Reichweite zu merken, dass der ein bisschen weiter fährt? Der hat die kleinere Batterie. Der hat die kleine Batterie. Der hat die kleinere Batterie. Du kannst dann für knappe 6.000 Euro diese Performance-Batterie wählen. Ja. Dann ist sie schon ein bisschen größer. Aber die ist jetzt nicht so groß wie beim GTS zum Beispiel. Oder kostet wie viel der kleine? Wo fängt er an? 90? Ja. Oder plus 6.000 für die große Batterie? Also für 110 kriegst du schon ein schönes Auto. Für 110 ein schönes Auto. Wenn ich jetzt bewusst unter 100 bleiben kann, ist da eine Chance? Natürlich ist es eine Chance. Also alles, 99, was du jetzt hier, genau, alles, was du jetzt hier siehst, Navi, das ist alles schon Serie. Ne? Ist noch mal ausgegangen. Alles, was du siehst, ist Serie. Also hier, das Display, was ich sehe, ist dabei. Das ist Serie. Ja? Das hier nicht. Ja, klar. Brauchst du aber auch nicht unbedingt. Aber wenn du jetzt sagst, du kannst. Ist der Sitz elektrisch verstellbar in der Basis? Acht Wege. Ja. Der kommt mit dem Sitz. Ja. So, und der hat aber keinen Ledersitz. Ist es denn Alcantara oder was? Nein, es ist ein Kunstleder. Kunstleder. Ist das gut? Ja. Ist ja Porsche. Muss ja gut sein. Ist gut. Es ist, du kannst es immer aufwerten. Das Lenkrad, ist das schon beledert? Ja. Ich wollte gerade sagen, also da kommen wir nicht mit dem Kunststofflenkrad hierher. Also ich sag mal, wenn ich es drauf ankommen lasse, ich will ja auf Folgendes hinaus. Es soll ja Arbeitgeber geben, die sagen, das ist ein Budget von 100 und nicht von 110, weil da muss ich den anderen 10 auch noch ein Dings haben und so weiter. Kam das schon mal, dass das hier jetzt nicht in der Chefposition ist, sondern in den der Vertriebsleiter, haben wir auch. Ne? Also die Thematik ist immer, das ist nicht unbedingt dieses Budgetthema. Da kommen wir eigentlich nochmal zu dem, was du mal eben gesagt hast. Ihr seid eigentlich genauso teuer oder günstig wie die anderen auch. Ja, die anderen Mitbewerber. Und trotzdem ist es so, dass es, das kriegen wir mit, bei großen Konzernen heißt, die bekannten, namhaften deutschen Hersteller, aber dann fehlt vielleicht der Porsche, weil die nicht sagen, der ist für den Vertriebschef oder wie auch immer, weil der Porsche ist dann nochmal für den, der da drüber ist, reserviert. Aber generell vom Budget her sind wir da wirklich, ich behaupte jetzt einfach mal, hol dir mal einen A6 Avant, den wir auch hier in der Gruppe drin haben. Da ist der Taycan. Scherer-Gruppe, muss man sagen. In der Scherer-Gruppe. Ja. Da ist der Taycan genauso teuer, genauso günstig, genauso wie der. Es gibt ja Leute, die fahren halt gern Audi, die sollen Audi fahren. Selbstverständlich, aber Aber es ist halt so, wie du gerade eben sagst, in großen Konzernen ist es immer vorgesehen, jetzt der Starter kriegt, was weiß ich, ein BMW bis zum Dreier, der Mittlere dann bis zum Fünfer, schon so Sachen. Ja. So ist das ja. Sag mal, das war jetzt schwer mit dem Taycan. Das heißt, ich kriege eigentlich sportlich gesehen schon einen kleinen 911 von der Fahrlage her. Ja. Denn ich habe einen sehr ausgeglichenen, eine sehr ausgeglichene Kraftverteilung. Ja. Gewichtsverteilung vorne hinten so ist quasi even, richtig? Ja, ja. Also ist Feeling wie Mittelmotor, so ein bisschen von der Verteilung her? Ja, also auch der 718 soll elektrisch kommen. Ja. Da ist gar nicht mehr die Frage, legt man die Batterie in den Boden, weil es gibt jetzt auch schon den einen oder anderen Sportler von Porsche, Rennstreckeneinsatz allerdings, der die Batterie stehen hat. Ja? Mhm. Also quasi Mittelmotor, steht die Batterie hinter dir. Das wird entsprechend angepasst. Muss man schauen. Ja, okay. Also das ist nicht unbedingt das ist nicht. Nein, aber ich kriege ein tolles sportliches Auto. Ja, hier ist es die beste Konstellation. Okay, ist ein echter Porsche gebaut in Zuffenhausen, korrekt? 100%. So, also da, wo auch der Elfer gebaut wird. Genau. Da, wo jeder Elfer gebaut wird. Und ich habe 0,5. Das bedeutet, ich versteuere 45.000, lege vielleicht im Leasing irgendwie 600-700 Euro drauf und kriege dann ein Auto. Ist das realistisch, sagen wir mal so, brutto 1.300, kriege ich da schon was? Ja. Ja, geht. Ja, auf jeden Fall. Brutto. Ja. Also 1.000 plus Steuer, so, das ist realistisch. Ja.
Okay, also da kriege ich wahrscheinlich dann nur 5000 Kilometer oder gehen auch wahrscheinlich ein bisschen mehr? 10 Startzimmer. Ja, ja. So, also ich sag mal, ganz realistisch seid ihr jetzt in einer Welt angekommen, die von den Kollegen gar nicht so weit weg ist. Und das, glaube ich, wissen viele gar nicht. Genau. Die denken, Porsche fängt an bei 200.000. Nein, beginnt deutlich unter 100. Ja. Hat durch die 0,5er Steuerung. Und viele denken nämlich, die gibt es gar nicht für Porsche. Das stimmt gar nicht. 0,5 ist immer, oder? Ja, 0,5 haben wir da, wo beim Elektro immer. Ja. Bei den Hybriden muss man darauf achten, wie viele Kilometer. Da geht's gar nichts. Ja, also keine Unterstützung beim Kauf, aber eine Unterstützung in der 0,5er, logischerweise. Ne? So, komm, wir steigen mal aus. Wir könnten noch stundenlang, schreibt mir in die Kommentare rein, was wir vergessen haben. Aber noch viel cooler, kommt zu Michael Theisen. Übrigens, hat mir einer mal erzählt, dass ab 50 macht man beim Aufstehen immer Geräusche. Das ist. Also, ja, habe ich gemacht, ja. Wir sagen einfach, es war die Luftfederung. Die hochgefahren. Ah, der ist schon tief. So, die ist jetzt oben, oder? Im Moment? Nee, ich habe es nochmal runtergefahren. Mal, bitte mal hochfahren. Bitte mal ganz runter und einmal ganz hoch. Dann haben wir es. Danke. So, ganz runter. Man hat dich nicht gesehen übrigens. Du warst nicht zu sehen. Es waren nur die Beine. So. So, ich guck mal gerade. Das heißt, wir fahren jetzt runter. Ah ne, du fährst jetzt hoch gerade. Genau, jetzt fährt er hoch, jetzt geht er ein Liftsystem. Das heißt, jetzt wird oh, krass, ist hinten. Die Karosserie aufgeschaukelt. Boah, das ist jetzt schon fast hier ein SUV fast, oder von der Höhe. Also, ist der jetzt auch härter, oder? Nee, das kannst du einstellen. Also da, aber das hier ist jetzt Liftsystem, höher geht nicht. So, da fahren wir ganz runter. So, dann filme ich mal hier rein. Also das ist jetzt quasi. Also jetzt hast du richtig hier Bodenfreiheit, aber richtig. Das ist. Also jetzt hätte ich auch gar keinen Stress mehr. Und jetzt fahren wir mal runter. Und siehe da, er fährt. Eine Sekunde, sagt er. So, und Michael? Ich muss die Tür zumachen. Ah, er muss die Tür zumachen. Okay. So, und jetzt hört man den Kompressor ein bisschen. Genau. Jetzt pumpt er ab. Vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten. Der schaukelt die hoch und schaukelt die runter. Na, jetzt geht es vorne runter. Und jetzt kommt die Niveauregulierung. Jetzt gleicht er sich nochmal aus. So, das war's. Das waren gute 4-5 cm. Hinten. Gehe ich von aus, ja. Okay, verstehe. Dann hinten das Lichtbild. Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Da, ist das ähnlich dem Elva, dem aktuellen? Ähnlich? Ja, ähnlich. Also die durchgehende Rückleuchte, die haben wir. Aber beim Elva, muss man sagen, ist Porsche auch ganz stolz drauf. Was wirklich toll ist, eine Linie, die von links bis rechts ohne nur eine Unterbrechung durchgeht. Ne? Also hier haben wir die kleinen Unterbrechungen, die sich damit vermeiden lassen. Aber wenn du jetzt keine Ahnung hast, er sieht doch schon ziemlich Elva-mäßig von hinten aus, 100%. Oder? Also das ist, wie gesagt, von hinten, von vorne, ja, erkennt von vorne. Man eigentlich immer ein Auto, ja. Aber auch hier von der Seite zu erkennen, es ist ein Porsche. Ne? Ich guck mal gerade, wir haben gerade Google aktiviert, ja, der ist nicht schlimm. Also Taycan Turbo S, das ist von hinten, das ist übrigens der kleine Taster, mach ihn nochmal auf bitte, damit wird entriegelt. Genau. So, dann geht er auf. Wir können mal schauen, wenn Keyless aktiviert ist, ob er vorne aufspringt. Den Schlüssel habe ich bei mir. Also mit dem Streicheln? Was? Ja. So, mal schauen, der ist noch an jetzt. Ich weiß gar nicht, ob er den freigibt. Oh. So, jetzt muss man aber sagen, das kommt aus der Praxis. Das finden Leute cool. Das heißt, du hast die Hände voll, genau. Kannst drüber streicheln, musst nicht den Schlüssel rausholen. Nochmal bitte. Genau. Also streicheln nochmal. Das ist natürlich genial, bei Porsche funktioniert das sogar. Ja. wie viele Effekte, weil weißt du noch, hinten mit dem einmal mit dem Fuß, runter, ja. Das hat am Anfang nie funktioniert bei dem Video. Das hat der Matsch geklebt, der unten drunter war, aber auf war er immer noch nicht. Das stimmt. So, also da ist er. Also die Front, muss man sagen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn sie erinnert extrem an Star Wars. Also man muss schon sagen, wenn du hier so guckst, gerade der Weiße, der sieht ja original aus wie Star Wars. Das ist so. Wobei, das ist genau die Serie angepasst an unsere Le Mans-Renner. Und da hat man auch diese Lampen schon so drin gehabt. Und das ist also er wirkt halt. Man muss sagen, Porsche kriegt ein etwas anderes Gesicht und in diese Richtung wird es gehen. Ja, er wirkt aber in Weiß ganz krass anders, ja, weil die Kontraste natürlich so krass rüberkommen. Absolut. Der ist gebraucht hier? Genau, das ist jetzt einer unserer Gebrauchten. Also 97.850 brutto ist er Steuerin?
Inklusive Steuer, ja, der hat es jetzt ausweisbar, genau. Oh, 37.000. Da sind wir schon beim Thema Preis, Preiserhalt, Werterhalt. Habe ich natürlich keinen Elfer, aber geht das in die Richtung? Also ja, ich denke, das Auto hier hat jetzt so um die 125, 130 gelegen. Das sind 30.000 Euro weniger. In wie vielen Jahren? Der ist jetzt aus Januar 21, nach 2 Jahren, das ist in Ordnung. Das heißt also, ich kriege einen schönen Rabatt, 20, vielleicht auch 25% nach 2 Jahren, kriege ich Gebrauchtwagen. Das ist ja auch ein wichtiges Thema gewesen, weil durch den Börsengang wurde es ja auch nicht besser. Ja, die Marke wurde immer wertvoller. Elva gebraucht, also das reißt gar nicht mehr ab. Du kriegst für einen Elva kriegst du meist den Neuwert. Also wenn du ihn wenig fährst, das ist ganz krank. Aber das bringt ja auch nichts. Du kannst dir nie mehr einen Elva leisten, weil selbst gebraucht sind die so teuer. Also ich sag mal, ist ja schön für den Besitzer, aber... Ja, ist auch nicht unser, es ist auch das, was nicht wir wollen. Ne? Also ein Auto so, kann einen Wertverlust haben, der darf gering sein, das ist bei uns ja Gott sei Dank so. Aber im Moment stehe ich hinter dir, der Elva ist schon sehr, sehr, sehr hochpreisig unterwegs. Ja, aber auch der Werterhalt, das reißt nicht ab. Nee. Ist wirklich original. Im Moment nicht. Ja. Ist ja schön. Also ich sag mal, das spricht ja für eure Marke. Eine der ganz wenigen Marken, wo da ihr einen Kult geschaffen habt. Deswegen gibt es den wahrscheinlich auch noch nicht elektrisch, weil da muss man wirklich gut nachdenken, was man da macht. Denn das ist ja jetzt ein ganz großer Wechsel der Paradigmen. Du weißt noch, Luftkühlung, Wasserkühlung, ja, das war das Erste. Ja. Dann PCM-System. PCM. Früher, ich sag mal, so ein Auto dahin, das musste man fahren können, hab ich gehört. Im Winter. 100%, natürlich. Aber jetzt musst du auch mal, jetzt sage ich mal, da musst du ja gar nicht so weit zurückgehen. Setz dich mal als Taycan-Fahrer in einen 991, der aus dem Jahr 2014, 15, 16 ist. Das heißt 911er, eigentlich nicht alt, aber trotzdem mit dem System, das noch nicht annähernd mit dem aus dem Taycan vergleichbar ist. Ne? Boah, ist ja schön. Der sieht so schön aus. Da werden jetzt ja gut viele sagen, ja, der Uhr gefällt mir besser, aber das ist ein richtiges Relikt, oder was hier steht. Das ist ein schönes Auto, was natürlich auch Arbeit immer ist, so ein bisschen. Ne? Das ist, der ist ohne Assistenten zu fahren, aber das macht ihn ja auch aus. Auf der anderen Seite, da kannst du aber auch nicht einfach so mal in die Berge fahren, kommst zurück und stellst in die Garage. Ne? Da bin ich halt immer ein Freund davon, das soll einfach sein. Ne? Ich habe einen T3 Feuerwehrauto, ja. Turbodiesel. Der fährt, aber jetzt haben wir den ein bisschen geparkt. Weißt du, was passiert ist? Handbremsseil abgerissen. Okay. Ja, passiert. Also das ist bei einem älteren Auto, das ist wartungsintensiv, da muss man auch schon mal nach dem Öl gucken bei dem, oder? Das meine ich, ja. Ja. Das bleibt nicht aus. Der ölt, da machst du eine neue Dichtung rein, fährst noch mal ein bisschen und deswegen bleibt da stehen und dann ölt er wieder. Ist da unten nämlich auch eine Pappe drunter und das hast du natürlich bei dem hier nicht. Das liegt daran, dass der erst später ölt, nehme ich an, oder? Der Taycan. Der hat ja gar kein Öl mehr oder kaum noch. Das wird ordentlich später sein, ja. So, das heißt, der hat ja gar kein Öl mehr. So, letzte Frage, Thema Lieferzeit nochmal deutlich. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Du sagst, ein halbes Jahr könnte Sommer werden. Das gilt für frei konfigurierbare oder gilt das für welche, die ihr... Also man kann sagen, generell im Bereich 4 Türen, alles was 4 Türen hat bei uns, sind wir ab Mitte des Jahres ganz gut aufgestellt. Ne? Da profitieren wir... Ein bisschen deutlicher. Ich bestelle jetzt im Februar. Genau. So, und dann kriege ich das Ding im... Juli. Juli, genau. So. Genau. Da profitieren wir davon, was du eben gesagt hast. Da war eine richtig tolle Größe haben und dadurch auch viele Fahrzeuge bekommen im Jahr, dass wir da ganz gut aufgestellt sind. Wenn ich herkomme, es gab früher mal, also es gibt eine Stadt, glaube ich, in Afrika oder im Nahen Osten, die heißt Rabat. Mhm. Und ist das ein Thema, dass Leute kommen und sagen, was ist denn da noch drin? Weil das ist ja so, am Anfang gab es ja, oder ist das eine Geschichte, die, ich sag mal, mittlerweile mehr gefragt wird? Oder ist das erlaubt, dass man die Frage mal stellt? Was kann ich noch kriegen, wenn ich 5 kaufe? Es ist alles erlaubt, es ist alles individuell gestattet und es ist, wir machen machbar, was möglich ist. Gott, das ist ganz wichtig. Also ruhig mal anrufen, fragen und ja, vielleicht fürs Datum. War ein langes Video, schätze mal, wie lang? Also ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, bestimmt eine Stunde 10. 2 Stunden 23? Ist das dein Ernst? Doch. Wir werden das ungeschnitten senden. Also du kannst hier mal drauf gucken. Guck mal hier auf 2 Stunden 21. Das ist unser nächstes Video. Nee, auf keinen Fall. Aber das ist jetzt mal, wenn du so ein Auto zeigst, ja. Ich glaube, um es mal richtig zu zeigen, können wir noch mal 2 Stunden reinstecken. Und dann muss man es ja noch fahren. Hör mal, wir haben heute Spielfilmlänge gedreht. Das ist Überspielfilm. Geil.
das ist, es gefällt dir? Das ist Thomas Gottschalk gleich. Also, wir haben komplett überzogen, aber es ist wirklich, wenn ich hier reingucke, es ist so wunderschön. Ja, wir sind im Porsche Zentrum Saarland. Das genau. Ganze gibt schon ewig, ist Teil der Scherer-Gruppe. Genau. Ihr habt viele Autohäuser, seid eine große Gruppe, das ist auch ganz wichtig. Deswegen könnt ihr auch so Späße mal bestellen, haben wir ein Video gemacht hier in Purpurfarben. Denn Farben muss man sehen, sonst kann man sie nicht erleben. Genau, genau. Und die Farbe hier, die ist, ja, also meins wäre es jetzt nicht, muss ich sagen, aber das ist ja das Geile bei Farben. Ich glaube, die wirkt auch noch mal ganz anders draußen, oder? Die Farbe. Mit Sicherheit kommt sie anders darüber, aber dadurch, dass das Auto so spacig ist, finde ich die Farbe sensationell. Ja. Aber der Weiße, das wäre zum Beispiel meiner. Gibt es eine Farbe, die im Preis mit drin ist? Weiß-Schwarz. Weiß-Schwarz. So, Schwarz-Metallic oder Schwarz-Uni? Uni. Uni. So, danke. Tschüss, Michael. Sven, mein Guter. Tschüss.